schön durch, ja, eine Art Traum in die Vergangenheit gekommen. Und seid von einem gewissen Alrik aufgefordert worden, eine Sylvana zu retten, die sich irgendwo wohl in einem Keller aufhalten soll. Und ihr befindet euch jetzt in diesem Keller. Das ist ein quadratischer Keller, 4x4 Meter ungefähr, und Deckenhöhe ist 2,5 Meter. Was macht ihr? Ich würde mich gerne erstmal umsehen. Macht das. Was sehe ich denn? Also, du siehst, dass der Keller ist aus rotem Ziegelwerk, Ziegelmauerwerk besteht, der Boden ist aus Lehm, die Kellertreppe befindet sich an der westlichen Wand. Und an der östlichen Wand stehen ein paar Kisten, Truhen und mehrere große leere Weidekörper rum. Es riecht modrig und die Luft ist feucht und klamm. Okay. Geil, ich bin zu Hause. Yay! Ich würde mir gerne mal die Kisten ansehen. Das sind einfach normale Kisten, die sind alle verschlossen, also Holzkisten, verschlossene. Siehst an den Kisten nichts Großartiges. Wollen wir jetzt dasselbe Spielchen spielen wie bei mir letztes Mal? Komm, ich möchte trotzdem die Kisten versuchen zu öffnen. Hast du denn passendes Werkzeug dafür? Ich hab ein Schwert. Moment, lass mich eben meinen Charakterbogen öffnen, dann können wir diskutieren. Ich möchte unbedingt wissen, was jetzt in diesen Kisten drin ist, ob die jetzt relevant sind oder nicht. Okay. Okay. Keine Sorge wegen den Kisten. Ich hole ein Brecheisen aus meiner Stadt. Oh. Aus meiner Tasche und ich versuche mit meinem Brecheisen die Kisten zu öffnen. Ja. Hast du Werte für das Brecheisen? Was Da dir stand an. bloß Brecheisen auf Ah, okay, deinem okay, Einkaufszettel. okay. Okay. Guck mal eben. Da was finde. Ach, herrlich. Wir würfel einfach mal auf Körperkraft. genau. Du hast ja nur die normalen Eigenschaften, also würfel auf Ja, ich Körperkraft. wollte gerade fragen, ist es normal, dass ich Intuition und Ja. Konstitution auf Null Ja, habe? weil es die damals noch nicht gab. Alles klar. Körperkraft, ich wähle dich. Okay, du schaffst es, eine Kiste zu öffnen. Aber es ist nichts drin. Eine leere Kiste. Ja. Die verschlossen ist. Ja. Nee, wir haben ja noch mehr Du Kisten. Das Spiel können wir noch genagelte weiterspielen. Kiste. Ich kann ja jetzt schon sagen, in den Kisten ist alles nichts drin. Der stellt ja leere Kisten in den Keller. Das ist doch bescheuert. Weiß ich Die auch noch verschlossen sind. Keine Sorge. Mal so eine Frage. Waren wir nicht letzte Mal zu viert, als wir hierher gekommen sind? Da Echt? fehlt doch jemand. Da musst du noch einkaufen. Maran! Ich glaube, der schleicht irgendwo rum. Ja, Dion schleicht Ihr sich könnt rum. ihn nur noch sehen. Aber ich bitte dich, was hat er denn vergessen einzukaufen? Er hatte doch ein Schild und eine Waffe. Vielleicht Klamotten? Kein. Vielleicht hat er auch den Ofen angelassen. Ja, was macht ihr? Ah, Ja, Gott. ich würde sagen, uns bleibt bloß die Treppe. Möglichkeit. Die führt nach oben, wo ihr hergekommen seid. Ach, Aber, stimmt, wir sind aber. ja runtergegangen. Ja. Richtig, um irgend so eine Tummeltusse zu retten, wie Silvana heißt. Ja. Übrigens keine Ähnlichkeit mit Sylvanas aus Warcraft. Ja, Sylvanas Twin Brother. Nee. Also, wie gesagt, ich hab gesagt, Kistentruhen und Weidekörbe stehen da rum.
Also das ist keine Banshee, die uns jetzt erwartet, ja? Nein. Schade eigentlich. Weiß man's? Nein, nein, das ist unseren ersten Pen and Paper. Ein Geist auf dem Dach. Bloß, dass ihr im Keller seid, ne? Okay, Ich würde sagen, wir versuchen mal ein paar Sachen zu verschieben. Wenn wir in die Vergangenheit gereist werden, wir treffen wieder einen Geist auf dem Dachboden. Das wiederholt sich immer wieder. Also, ich glaube, dann hätte ich den Geist aber umgebracht. Das lasse ich nicht auf mir. Ich grüße das Murmeltier. Ja, genau. Okay, Ich würde gerne versuchen, irgendwie die Kiste. Die Banshee. Genau. Kisten zur Seite zu schieben oder sonstigen Kram. Kannst du machen. Und? Gelingt dir auch, bei den Küsten findest du nichts. Also hinter den Dingern oder unter den Dingern ist nichts. Unter den Kisten ist nichts. Wände mal genauer angucken. Ah, die Wände bestehen aus rotem Ziegelmauerwerk. Und ein Steinblau, pass auf. Es stehen nicht nur Kisten da, es stehen auch Truhen und Weidekörbe da. Ich würde gerne mal die Truhe anschauen. Nur es ist eine normale Truhe, die offen ist. Öffne sie. Die ist schon offen. Sie ist leer. Ich habe jetzt gerade gedacht, die offen ist. Also die ist nicht geschlossen. Ja. Wenn er sagt, die ist offen, dann ist die offen, dann kannst du die ja nicht nochmal öffnen, oder? Ja, blöd. Doch, ich kann die Truhe öffnen, nein, und dann drehe ich sie nochmal um. Moment, ich gehe zu der Truhe hin und schließe sie. So, jetzt darfst du sie nochmal öffnen. Ich öffne die Truhe wieder. Sie ist immer noch leer. Ein Wunder. Jungs, vielleicht sollten wir die Kiste wegbewegen. Ich schaue Lobram an. Wir müssen an unseren Zaubertricks üben. Wenn wir damit auf Turnier gehen wollen, definitiv. Ja. Gut, Jungs. Also, ich würde mich gerne noch mal im Raum, in Keller umschauen. Mhm. Sollten wir mal alles wegbewegen, mal drunter gucken oder sonstigen Scheiß. Ja, wäre das mal ein Vorschlag? 20 Uhr sind wir immer noch im Keller. Ich würde gerne jetzt diese komischen Körbe bewegen. Unter einem großen Korb, der unmittelbar vor der Ostwand steht, ist der Einstieg zu einem Tunnel verborgen. Jungs, das schau jetzt mal! Ja. Oh, wer geht vor? Es ist ein ungefähr 2 Meter tiefes Erdloch, was ihr seht. Mit einer Leiter? Leute, mal so eine Frage. An der Südwand. Was seid ihr denn von der Profession her, ja? Also ich kann Zaubertricks machen. So, hast du deine Liste denn offen? Nee, aber nicht gleich. Achso, ich hab dir übrigens einen Zauberstab gegeben. Ne? Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Lobram, wer von uns beiden soll vorgehen? Beide Abenteurer, ne? Ja. Geil. Und unser nackter Krieger mit seinem Schild ist leider nicht da. Dem fehlt noch sein Besenwesen. Ach nee, das war ja... Entschuldigung, falsches... Ja. Hier sind noch keine Trauernden. Noch nicht. Okay. Ich würde sagen, ich gehe einfach vor, so wie ich es immer getan habe. Also an der Südwand des Loches lehnt auch eine Leiter. Ihr könnt also runtersteigen. Ach, so ist der Tunnel aufgebaut, ich verstehe. Ne, ja. Dann steige ich jetzt die Treppe, die Leiter runter. Ja. Ich gehe direkt nach Lobram. Sieht's da unten aus? Bin leer. Wie es da unten aussieht? Ja, mit Licht. Keine Sorge, gleich kommt der Jumpscare-Drache. So. Also, ihr gelangt in einen 2 Meter langen und ca. 1,60 Meter hohen Gang. Wände und... Moment mal, wieso hat jemand hinter meinem Schwert eine Klammer 2 gerückt? Das hab ich gemacht, das ist der Bruchfaktor. Oh, lol, den hab ich gerade bei mir weggetan. Das ist schlecht. Sorry, hab ich wieder getan.
Die Waffen können nämlich kaputt gehen hier. Aber kurz, ich hab mal eine Frage. Was ja? hat die Schwertenbruch 2 und Dolchbruch 3? Je niedriger der ist, desto besser aus. Wirst du dann gleich sehen. Wenn es mal zu. Wenn, falls es zu einem Kampf kommen sollte. Alles klar. Wende und. Wenn unser Zauberer mit blöden Zaubertricks anfängt, dann kannst du schon mal den Kampf initialisieren. Ja. Wände und Decke bestehen aus grobem Erdreich. Von der Decke tropft an vielen Stellen Wasser. Der Boden ist mit Pfützen bedeckt. Der Gang endet vor einem Vorhang aus derben, dickem Tuch. Mal den Vorhang beiseite. Okay, also nicht den Gang durchsuchen, oder? Nee, erstmal den Vorhang beiseite schieben. Okay, dann... Dann denken, denken, denken. Hinter dem Vorhang ist ein Raum. Das ist ca. 3x3 Meter groß, 2 Meter hoch. Und hat je eine Tür in der Mitte der West- und Ost- und Nordwand. Ich hab hier einen Raum entdeckt. Sehr interessant. Vielleicht willst du reingehen? Ich geh rein in den Raum, ja. Ich folge ihm. Egal. So, Magier steht immer noch oben im Keller, der hat noch nicht so, dass er die Leiter runtergeht. Ich hab gesagt, ich folge hinter diesen komischen beiden Typen. Wie geht ihr denn da rein? Na, mit rausgestreckter Brust und Nee, leise, laut. Also, ja. Nein, wir gehen rückwärts rein. Okay. In dem Raum befinden sich ein Goblin und ein Kobold. Ja, Servus auch. Also, das ist mir jetzt etwas unangenehm. Wir können darüber reden. Wir gehen dann mal. Wir gehen gerne mal durch die Tür an der Nordseite. Nee, ich hätte gerne das Formular 38 der auf den Passierschein 33. Goblin auf. Rennt durch die Osttür raus. Und der Kobold durch die Nordtür. Okay. In der Kammer seht... Nee. Westtür. Ja, Westtür, da ist auch noch. Durchgekommen. Ja, genau. Vor der Südwand liegen noch ein paar Strohsäcke auf dem Boden. Ansonsten enthält der Raum keinerlei Einrichtung oder Möbel. Dann gucke ich mir mal die Strohsäcke an. Wieso wusste ich das? Da sind Strohsäcke, also Stroh drin. Nur Stroh. Nur Stroh, ja. Komischerweise liegt auch eine Maske daneben. Ja, guck mal. Ich gehe so zu Kumbra und frag ihn, was meinst du? Ob hier das Stroh, was hier liegt, das aufwiegen kann, was sich bei Eladriel im Kopf befindet? Du machst jetzt einen gravierenden Fehler. Du überschätzt Eldariel. Oh. Ich geh zur Nordtür. Du gehst zur Nordtür. Klopfst an die Nordtür? Ja. Nordtür ist... Vielleicht öffnet da jemand. Hey, da Nord, hallo. Ups. Verwirrt. Der hat an die Tür geklopft. Ich hab nur das Geräusch gemacht. Hinter der Nordtür ist ein Gang, der ist ca. 3 Meter lang, 1 Meter breit und 2 Meter hoch und mit einer Tür am Süd- und Nordende. Ich hab dagegen geklopft, nicht geöffnet, aber wenn sie auffällt, gut. Ja, der Kobold ist da ja raus, also ja, ja. Die ist ja auch. Okay. Da ist der Kobold raus, ja. Da ist der Kobold raus. Okay. Jungs, hier ist ein Gang. So, mal rein in den anderen. Nicht lieber dem Goblin. Okay. Ich geh zur anderen Tür und klopf auch dagegen. Die ist ja auch auf, weil der da rausgegangen ist. Okay, wie sieht's bei der anderen Tür aus? Der Gang ist 4 Meter lang, 1 Meter breit und 2 Meter hoch und an seinem Ost- und Westende ist jeweils eine Tür. Die... Das darf ich dir nicht sagen. Das darfst du mir nicht sagen. Nö. Ich würde fast tippen, dass es für Falle steht. Ja, für Falle steht es.
falls du es nicht erkannt hast. Und unser Eingang in dieses Höhlensystem war auch ein F. Ja, die Falltür sein. Die Tür am Ostende ist auch auf. Dann gehe ich jetzt in diesen Gang und gehe zu dem F und untersuche das. F! Ey, F, was machst du da? Du siehst nichts. Ich seh nichts, wieso? Du siehst nicht? Da nichts, ne. Seh nichts. Ist das okay. Leute. Stell mich auf das F und hüpf drauf rum. Es passiert nichts. Wir haben einen Arm, teurer Verlag. Okay, es sind dunkle Zeiten. Also ist in diesem Gang soweit nichts richtig los? Genau. So. Achso, was ich gefragt habe. Lobra. Ja. Ist das sonst nichts drin? Nein. Dann würde ich sonst vorschlagen, dass wir den anderen Weg gehen, oder? Warum? Leute. Ihr wisst ja, ja? Wir haben jetzt die Wahl zwischen einem Goblin und einem Kobold. Und wir alle wissen, in WoW waren die ersten Gegner der Menschen Kobolde, die wir bekämpft haben. Also sind Kobolde einfacher als Goblins. Wir müssen den Kobold töten. Ist nicht unbedingt gesagt, vor allem weil Kobolde auch magisch begabt sind. Also ich weiß nicht, ob das so eine... Ich zieh mein Entermesser und stürme durch die Nordtür. Die Tür ist zu. Du rennst gegen die Nordtür. Ey, guck mal, ist die Tür offen? Nein. Ich versuche an der Nordtür zu ziehen. Also sie lässt sich nicht öffnen. Versuch mal zu drücken. Hol das Brecheisen raus. Drück! Ich hole aus meinen Lederranzen das Brecheisen und versuche die Tür aufzubrechen. Ja, du findest für das Brecheisen keinen Halt, wo du das aufbrechen könntest, weil das Brecheisen etwas zu dick ist dafür. Die Tür, blöde Stimme in meinen Kopf. Dann versuche ich mit meinem Schwert eine es ist so eine Holztür, ne? Das ist eine stabile Holztür, ja. Eine stabile Holztür. Dann versuche ich mit meinem Schwert einen Spalt zu schaffen, also dass er da mit dem Brecheisen zwischenkommt. Das schaffst du auch nicht. Wer sagt das? Eine Holztür. Ich. Dein Gewissen hat... Nee, das passt nicht. Du guckst dir das an und sagst, nee, das geht nicht. Ich fange an zu weinen. Ich hab mal wieder mit Holzbearbeitung gespielt. Mann. Ja. Vielleicht okay. Solltest du für Holzbearbeitung auch eine Axt benutzen und kein Schwert. Vielleicht solltest du für Holzbearbeitung erstmal Holzbearbeitung kennen. Ja, das ist ja nicht. Das war ja eigentlich der Witz an der Sache. Ja, ich weiß. Okay, also Norden können wir nicht durch, weil die Tür richtig zu ist. Richtig? Genau. Okay, dann gehen wir. Das nicht, dass wir da durchgehen, habe ich das Gefühl. Nein. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal jede einzelne Arena gegen diese Tür zu rennen, um sie irgendwie aufzubekommen. Ja, dann bitte. Aber ich fange nicht gerne. Aber ich fange nicht an. Erst wieder in Raum 1 gehen. Nein, das war nur ein Vorschlag. So, ansonsten gehen wir jetzt die andere Richtung an. Guck mal da. Ich gehe mit gesenktem Kopf in den Ostgang. Ich suche nach einem Gnome und einer Kanone. Nach was? Nach was? Ich suche nach einem Gnome und einer Kanone. Warum? Ach so. Das ist eine Kanone. Ach so, ja. Nee, wir sind nicht in den Todesminen. Schade. Gibt's denn mindestens eine Kanone, weil da könnten wir den Kobold nehmen statt dem Gnome. Der Kobold ist da. Hinter der Tür. Dann nehmen wir den Goblin halt, um die Tür zu. Oh Mann, okay. Ja, aber mal so eine Frage: Was ist eine Kanone? Ist das wieder solche geheime Elfentechnologie? Geheime Elfen, ich bin geheime Elfentechnologie. Was ist ein Zug? Streng geheime Elfentechnologie. Hat die Tür einen Rahmen? Ja, aber nicht aus Nudeln. Nein, darum geht's ja nicht. Ich möchte gucken,
Bin ich groß genug, um oben an den Rahmen zu gucken, um zu gucken, ob da der Schlüssel liegt? Da liegt kein Schlüssel. Okay, pass auf, Flora, wir gehen jetzt mit Ostgang, guck mal den Gang nach, okay? Ich ja. warte immer noch auf euch. Ja, wir gehen ja schon, auch mal, die gönnen mir auch nichts. Der Typ da hinten ist ja schon vor. Tut mir leid, mein Charge-Angriff funktioniert nicht mehr, seitdem ich nicht mehr den Skill dafür habe. Ja, das ist traurig. Was sehen wir? Wenn das hier ein Traum ist, dann hätte hier eigentlich auch ein Gnome und eine Kanone stehen müssen. Warte. Ihr kommt in diesen Raum. Der Raum misst von Süden nach Norden 5 Meter, von Westen nach Osten 3 Meter, er besitzt eine Tür an der Westseite. Wände und Decken gleichen in der Bauweise Raum 1. An der Ostwand stehen 4 Spinde, die ein paar rostige Waffen und wertlosen Plunder enthalten. Vor der Südwand liegen mehrere Strohsäcke. In der Mitte des Raumes steht ein grober Tisch, auf dem um den auf Schemeln 4 Goblins sitzen und ein 5. der gerade in den Raum reingerannt ist. Spielen die Goblins Poker? Als ihr reinkommt, zücken sie ihre Säbel. Oh, Leute, das sieht nach Combat aus. Sollen wir zurückgehen und die Tür einfach zuhalten? Säbel sind krumm, ne? So. Goblins sind ihre krummen Dinger, Alter. Jetzt muss ich erstmal sortieren. Wir dürfen auch müssen kämpfen. Alles klar. Ja, ja. Säbel sind krumm. Ups. Berge sind Krummrohr. Ach so. Krummer Krummrohr, alles klar. Achso, meine Frage, Monix, darf ich eigentlich jeglichen Zauber da drin benutzen vor dem Start oder nicht? Ja. Alles von DSA 1. Alles von ZA 1, okay. Ja, genau. Wolfgang. Das ist ein zweiter Vorname. Ich hab das immer schon vorher gehört. Ja. Ich kann die irgendwie nicht verschieben. Verdammt. Aber ich sehe sie zumindest, das ist schon mal ein Anfang. Ja, ich sehe sie auch, aber ich kann die nicht. Warum kann ich die nicht verschieben? Macht ihr das mal. Ihr müsst das eigentlich noch können. Was? Die Figuren schieben. Unglaublich. Den schiebt mal Wolfgang und den Feuergeist. Also ich kann meine Figur nicht verschieben. Nicht. Red kann ich verschieben, okay. Und Wolfgang? Aber Wolfgang kann ich nicht verschieben und Lobram kann ich nicht verschieben. Hm. Interessant. Ich könnte ihn... Oh Gott. Gar nicht denken, Zaubern. Dann... Machen wir das anders? Mhm. Oh, mir wird ganz schwarz vor Augen. Oh. Warte mal, dann. Wer hat hier schon wieder das Licht ausgemacht? Jungs! Vergiss das! Wieso? Hä? Weil du auf die Portaldinger noch keine Dings gelegt hättest. Ja, nicht nur das, aber ich kann auch das nicht verschieben. Doch, das verschiebt sich. Ich aber nicht. Das war ich nicht. Ich kann's verschieben. Ja, weil es da deiner ist. Ach, wahrscheinlich, weil das deine Seite ist, kann das sein, die du gemacht hast? Hui! Ey, Alter, hier raus! Ich finde das interessant, verschieben kann, aber nicht Lobram und Wolfgang. Das finde ich auch sehr interessant. Ah. Hätte? Nee. Ich sehe auch nur die Goblins, ich sehe sonst nichts hier. Die andere Seite da hinten ist schwarz. Ja. Hallo. Ja. Wie geht es euch? Lass den mal stehen. Wen? Ist Eladri jetzt ins Schwarze verschwunden? Oh Mann, das ist kacke gerade. Wusch! Warte. Wow. Ich bin der Dunkle.
Du bist der Dunkle. Der Dunkle? Hä? Oh. Keine Sorge, Monix, du hast Zeit. Zu lösen. Keine Sorge, ich lese mir gerade ein paar magische Sachen durch. Ja. Ja. Björn und ich langweilen uns, weil wir als Abenteurer nichts können. Ja. Boah, Alter, lass das, was ist das? Ist das jetzt. Ah, scheiße, ich glaube, das zählt aber nicht bei Kreaturen, oder? Nein. Gebt mir eine Kanone und einen Gnom und die Goblins sind Geschichte. Oh Mann. Ich glaube, wir haben uns alle zu viel Alimania angehört. Ja. What? Alles klar, das mache ich jetzt. Oh, bitte. Wieso sind wir jetzt alle Zombies? Nee, das sind keine Zombies. Das sind keine Zombies. Hallo. Nein, pack die weg. Das sind Leichen. Das sind wir. Wer ist das denn? Warte. Oh, ich hab jetzt schon einen perfekten Zauber für mich gefunden. Ihr seid so am Arsch. Ja. Wir sind die Leichen. Ach, wir sind die Leichen. Gut. Oh. Und wer ist der Magier? Das bist wahrscheinlich du. Oh shit. Aber wir sind Leichen. M-Zock und ich, das ist gut. Ich Abenteurer weiß nicht, aber das sieht ein bisschen so aus, als ob diese Leiche da sich an Stepptanz versucht. Für mich sieht das eher so aus, als wenn der Magier versucht, irgendwelche unzüchtigen Dinger mit der Leiche anzufangen. Das werdet ihr gleich auf jeden Fall bekommen. Keine Ahnung, wieso das alles nicht geht. Ah, schön. Leichen. Und ein Magier. Ah ja, machen wir dann einfach. Komrad, du kannst dich bewegen, oder? Dein Zwerg? Ja. Dann pack den mal da rein. Und Eldarin auch und dann ist Lobram halt Fred. Wenn ich jetzt Fred hier im Dunkeln finde. Du kannst einfach ein Kästchen ziehen und da wird er dir dann angezeigt, weil. Ah! Ja. Ich bin weiß. On fire! Jo, du siehst heiß aus! Ich weiß! Boah, bitte lass es funktionieren! Du musst so. Ihn irgendwo eintragen, oder? Nee. Okay. Aber du musst ihn so aussprechen, wie er da auch steht. Leck mich am Arsch. Ja. So bin ich kein Zauberer geworden. Das wäre lustiger geworden. So. Ja. Komm her. Würfelt alle mal Mut einmal. Mut. Mut ist die neue Initiative. Ja. So wie weiß das neue schwarz ist. Alles klar. Genau. Hat Lobram einen Verteidigungswurf gemacht? Was? Auf What? Ausweichen? Das ist jetzt um, du Dödel! Du musst runter scrollen! Oh, das ist um, du Mut. Minus 8, Mut! Mut ist auch minus 8, sehr gut! Wow. So. Ich habe sehr mutige Verbündete. Ey! Ich bin garantiert nicht auf mich allein gestellt. Was denn das heißt? Ich hab 9, ne? Du Lutschkopf. Nummer 1. Okay, ich weiß nicht ganz genau, wie das jetzt gehandhabt wird mit der Reihenfolge. Also ich bin der Letzte, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich bin der und das Letzte. Das trifft es immer noch am meisten. Ich weiß. Deswegen habe ich das auch so bewusst zu betonen. Du bist gar nicht der Letzte. Oh! Und ich war Vorletzte. Oh, noch einer. Nee, Quatsch, der ist noch vor mir. Schade. Ja.
Ja. Das ist auch mein Lebensmotto. Jeden Tag so, als wärst du das Letzte. Wann schreibst du die Reihenfolge auf? Ja, ich weiß nur nicht, was ich glaube, das ist gerade zu. Ja, mach einfach von unten, also minus 7 ist Goblin 1 gewesen. Und minus 5 war Goblin 5. Ja. Und 2 ist dann Goblin 1. Minus 10 ist Goblin 4. Genau, minus 7 ist Goblin 1, minus 10 ist Goblin 2, minus 9 ist Goblin 3, 2 ist Goblin 4 und minus 5 ist Goblin 5. Okay, ich verwirr mich gerade komplett, aber es. Von unten nach oben musst du die Goblins. Ja, ich mach mich jetzt hier. Ja. Das ist interessant, die Goblins haben einen Mutwert von 6. Und der Goblin. Sind halt keine. Mutigen Leute. Nach minus 7 kam. Lobra. Goblin. Also nach mir sind eigentlich nur noch Goblin. So? Und 3. Ich hoffe richtig. Irgendwie so hoffentlich. Ja. Ja. Das ist also richtig so. Ja, dann fängt Eldariel an. Dann mach mal. Okay, ich überlege gerade, ob ich. Seht das denn? Ich hoffe, das funktioniert einfach mal. ich würde gerne einen Zauber nutzen. Ja, dann sprich ihn aus. Ja, namens Salander Mutander. Ja, richtig. Und oh, das ist schön mit Elan. Episch durchs TS hallen. Du kannst dich mal episch darstellen. Ich dachte so. Salander Mutander. Das war jetzt nicht gerade episch. Wow. Ich würde sagen, gepisst wie Overwatch. Gelingt's nicht? Du musst. Das ist nicht episch genug ausgesprochen. Kurze Erklärung: Der Zauber macht, dass ein Lebewesen ein anderes verwandelt. Mhm. In was würdest du denn verwandeln? Ich. Alles klar, jetzt mach ich's. Nee, ich verwandle einen Goblin in einen Drachen. Nein, ich will keine Goblin. Ja. In eine Kröte verwandeln. Hm? Das ist jetzt kein sehr großes Downgrade. Ey, er hat keine Waffe, er kann nicht angreifen. Dann würfel mal Klugheit. Oh Gott. Was? Und vor allem welchen willst du verwandeln von denen? Goblin 4. 4, okay. Also den. Weiß nicht. Ja! Ja, er verwandelt sich in eine Kröte. Darf ich fragen, warum du meinen Namen so schlecht ausgesprochen hast? Ich hab keine so richtig Ahnung. Schlecht geschrieben hast. Ich hab nicht keine Ahnung. Come on. Ich hab's nicht so rausgewirkt. Krumm-Ohr. Nein, Krumm-Ohr. Dann ist Goblin 4 weg. Vom Fenster. Yes. Alles klar. Jungs, ich hab einen weggemacht. Jetzt seid ihr dran. Dann ist Krumm-Ohr dran. Okay. Das ich will auf Goblin 5 zugehen, weil ich keinen Schaden habe. Ja. Dann würfel auf Körperkraft. Körperkraft, stimmt. Ich wollte auf Mut würfeln. Beziehungsweise du kannst auch auf Kampf gehen und mit deinem Säbel da, aber es. Du triffst nicht. Ach ernst. Darauf hätte ich nicht gekommen. Oh, jetzt kommt Goblin 5 rein. Goblin 5. Der greift an. Na, Kumura steht vor ihm, ne? Ja, stimmt, ich muss mich ja noch richtig schön positionieren. Wer ist denn von den Goblins? Da ganz unten. Und weißt du richtig. Goblin 5. Willst du sagen, ignoriert jetzt gleich Krummrohr, läuft zu mir oder zu Mr. Lobram? Willst du verarschen? Nee, Goblin 5 greift Krummrohr an. Wollte gerade sagen. Das ist aber noch Goblin 1 da oben. Da, wo du gerade vorstehst. Das ist doch Goblin 5, weil Goblin 4 ist weg. Ja, nee, die. Die. Ach, stimmt, nee, ja. Nein, das war nur da, wo ich gewürfelt habe. Das war mit dem Würfel, geh wieder runter. Hin und her. Wirf mal auf Konstitution. Nee. Er trifft. Kann ich parieren? Du kannst parieren, ja. Was muss ich würfeln? Nee, doch. Würfel mal ein D20 auf.
Ja, letzte Mal. Warte mal, du hast eine Parade für deine Waffe auch, ne? Ich hab nicht meinen Attack grad für meine Waffe. Doch, deine Waffe. Warte mal. 2 war, glaube ich, das Entermesser. 1d6 plus 2. Plus 3, plus 3, ja. Das ist plus 3. Und du hast eine Parade von minus 1, okay. Ja. Parade von minus 4 gerade zur Zeit. Ja. Weil ich keine passenden Waffentalente habe. Dann parier mit Körperkraft einfach. Du hast doch Ausweichen. Ja, stimmt. Nee, Ausweichen das, ich auch. Das gab's da noch nicht. Ausweichen. Nee. Damals konnten, also wisst ihr, das war damals so Kinder, ne? Damals, da war alles noch so, da konnten die Menschen nicht ausweichen. Das okay, du parierst so und jetzt kommt der Bruchfaktor. Du darfst 2d6 würfeln. Und ich darf 2d6 würfeln. RIP. Not, ja. Wenn das weniger ist als das, was ich habe, zerbricht meine Waffe. Nee, wenn das weniger ist als das, was deine Waffe an Bruchfaktor hat, dann bleibt sie heil. Wenn das höher ist, zerbricht sie. Oh mein Gott. Dann hatte ich verdammt viel Glück. Ja. Ja, 2 ist das Niedrigste, was man haben kann. An Bruchfaktor. Und oh, fuck me. Ich hab eine 2 als Bruchfaktor. Ich hab so ein scheiß teures Schwert mit einem Bruchfaktor von 2. Ja, das wundert ja, mich auch gerade. Aber weißt du, du kannst doch nicht niedriger als 2 werfen. Mit 2 oh. D6. Denn da hast du das falsch erklärt. Wollte ich gerade sagen. Muss ich nee, niedriger werfen, damit es nicht zerbricht. Nee, du musst niedriger werfen, damit es höher zerbricht. Genau. Du kannst ja nicht niedriger als so 2 würfeln, also ist 2 ist schon der höchste Bruchfaktor. Also heißt, mein Entermesser ist gerade kaputt gegangen. Ja, wenn du eine 3 hast da als Bruchfaktor, ja. Oh, du hast es falsch erklärt, Mann, ich gerade eben ohne Scheiß. Ich hab gesagt, wenn es höher ist als der Bruchfaktor, dann... Vielleicht Teile. Ja, okay, dann... Ja. Okay, Leute... Haltet die anderen Goblins auf. Ich muss hier gerade einen Wahlkampf gegen einen Goblin machen mit meinen Fäusten. Soll ich dir durchgeben? So, erstmal ist Goblin 1 dran. Und der greift an Lobram. Na doch. Und Goblin 1 würfelt. Und er trifft. Oder? Nicht, wenn ich parieren kann. Genau. Aha! Bruchfaktor. Bruchfaktor. Kann er das parieren? So einfach. Ah, gutes. Mein Schwert bleibt heil. Nee, dein Schwert zerbricht. Was? Hä? Du hast gesagt, Bruder. Du musst unten. Nee, stimmt. Es bleibt heil. Ohne Scheiße. Ja. Dann zerbricht mein Schwert. Genau, genau. Stimmt, ja. Auch mein Entermesser gerade kaputt. Ja, genau. Also nur wenn ich eine 2 dann zerbricht mein Schwert. Ja. Wenn du 2 oder niedriger würfelst, ja. Genau. Hey, spiel halt auch das erste Mal. Den ersten so. Mal ist es, weiß jeder. Dann ist dran Dobram. So, ich brenne darauf, diesen Goblin. Oh, was ein Wortspiel. Dobram ist so ein richtiger Hit. Ja. Der hat Feuer unter Warnisch. Das ist Feuer, ein schlimmer Baby. Ja. Verfehle den Goblin. Nein! Du musst Goblin 3 dran und er greift an. Eldariel. So, ist doch klar. Reparieren muss und ich auch der drauf, oder? Ja. Komm schon! Nein!
Und er trifft und er macht. Wie viel Schaden? Wann? Wo muss ich das überhaupt abziehen? Auf aktuell oder auf Grund? Also auf Zucker. Aktuell. Auf okay. Aktuell, ja. Weil ich dachte, so viel Lebensenergie 5, alles klar. Ich bin down. Kriegst 7 Schaden. Moment, wie viel Lebensenergie habe ich normalerweise? Also ich habe 30. Okay, dann habe ich auch 30. Ja. Dann ist Goblin 2 dran. Aber wie viel kostet so ein Mana-Spell? Der Zauberspell ist. So wie du ihn ausgesprochen hast, ein ganzes Mal. Nee, nee. Versteht ihr mich nicht mit dabei, deshalb. Wir führen eine neue Regel ein zum Schutz der Spieler. Die Ohren bluten schon. wie viel Mana hast du eigentlich? Astralenergie 30, aktuell. Ich würde sagen 3 pro Spell. Gut. Günstig und lustiger. er greift. Nochmal Daryl an, der Goblin 2. Kannst du auch nicht die Goblins zu mir schicken dann oder soll ich zu denen? Ich kann die leider nicht bewegen, ich weiß nicht warum. Okay. ja. Auch so interessant, für diesen langen Marsch. Ach so. Wochen so, oh, easy. Ups. Passiert. Und der trifft dich. Niemals! Okay. Doch, tut er. Doch, tut er. Und er macht 7. Damage. 8. 15 Lebenspunkte weniger. Okay. So, damit ist Eldariel dran. Bald einen neuen Magier. Ja. Ich möchte noch einmal jemanden. Trifft alle auf jeden Fall. Eldariel ist dran. Gut, dann bis das funktionieren wird. Musst du testen. Okay. Jetzt zum Aussprechen, ne? Boryphobos Schreckgestalt. Oh. Das war schon besser als das erste Mal. Oh. Ich sehe, unser Magier zeigt Verbesserung. Schreckgestalt? Oder meinst du... Ach da, ja. Ja. Hoffe, wie eine Kreatur aus den schlimmsten Albtraum. Dessen Fall fliegt das Opfer. Yay! Auf welchen hast du es gemacht? Das Varianten sind gegen mehrere Personen. Ah, ja. Okay. Dann würfel mal Klugheit, ob das klappt. Oh, bitte! Bitte! Ja. Okay, es klappt, dann gucken wir mal, wie viel das trifft. Dann ist der Köpfchen bitte. Komm, dass die vor mir sind. Einer fliegt. Ach, komm! Tja. Welche war es denn? Der. Okay, das war der, der mich angegriffen hat, oder? Das war Nummer 3, ja. Okay, passt. Okay, Nummer 2. Oh Gott. Und dann ist. Jungs, ein, das weniger. Dann ist dran, Kumrohr. Okay. Nochmal, ich hab noch eben eine Frage. Ja. Was haben die Goblins für Waffen? Säbel. Deswegen ich gehe zur Kröte von Goblin 4 und schnappe mir den Säbel. Was kannst du machen? Was ist jetzt ein Säbel? Das hat einen. Genau. Okay, was kann der Säbel? Der Säbel. Ein plus 2, genau. Was hat der für einen Bruchfaktor? Der hat. Moment. Bruchfaktor von 2. Oh! Also wie ein Schwert. Okay. Dann lasst euch nicht von mir aufhalten. Dann ist. Warte mal, Goblin 5 dran. Goblin 5 und Goblin 1 sind noch da, Goblin 3 und 2 sind weg. Genau, nee, 3 und 4 sind weg. Genau, 3 und 4. Ja, nevermind, tut mir leid.
Goblin 5 greift Lobramann, der hier vor ihm steht. Na? Und er trifft. Niemals! Das werden wir sehen! Ja. Ja. Und so der macht. Und er macht 3 Schaden. Ah, ich muss dich verarschen. Ja. Wie viel hat Ratten nochmal bekommen? Das ist nur ein Kratzer. 7 und 8 hat er gekriegt, ja. Also ihr könnt euch, Wie viel Lebensenergie hab ich da überhaupt schon gemäß gehabt? 30 oder 20? Das, was aktuell am Anfang stand. Da habe ich nämlich gerade eben nicht aufgehört, deshalb... Also das, was du jetzt hast, plus 15. Genau. Okay, alles klar. Dann ist... Goblin 1 dran. Also 20, Alter, fuck, bin ich dead. Goblin 1 greift den vor ihm stehenden Eldariel an. Jetzt, bitch. Du darfst dich treffen, Er trifft! Und er trifft? Niemals! Ja, du hast pariert! Oh, Bochfaktor! Überhaupt! Mit deinem 10, Dolch! 2 Meter, okay, Dolch. Nicht mit dem Zauberstab. Nee, ich hab nämlich meinen 2 Meter Stab nämlich und das war. Zwei! Was? Der Magier sollte nicht mit seinem Zauberstab blocken. Nee. So. Also nicht, wenn ich gesehen habe, was er vorher mit den Leichen... Der Säbel... ...sein Zauberstab. Ja, stimmt. Der Säbel bricht nicht. Der Säbel bricht nicht. 2d6. Das will ich auch nicht. Wenn, ne. Ja, dann ist... Lobram. Aha, enthusiastisch attackiere ich Goblin Nummer 5. Oh nein! Bloß nicht. Und ich verfehle ihn schon wieder. Nein, er freut sich. Das ist einfach viel zu klein. Ja. Das hat auch nur 3 Schaden gemacht an ihm. Dann ist Goblin 2 dran und er greift Eldariel an. Oh, du bist ein Bitch. Ja, steht da oben alles. Komm schon. Wer trifft? Nein, bitte. Gott. Boah, Faktor. Wenigstens geblockt. Der Säbel hält. Der Dolch auch, pass auf. Der Säbel. Der Säbel hält. Der Dolch hält auch, ja. Damit ist Eldariel dran. Oh Gott. Ich überlege. Vergiss nicht, dir immer die Mana, die Astralpunkte abzuziehen, ne? Ja, hab ich. Ja, gut. Pro Zauber 3 Stück, richtig? Ja. Passt ja. 2 Zaubern habe ich bis jetzt gemacht. Nee, das ist jetzt gerade dumm, weil vor mir gerade einer steht. 2 stehen vor dir. Hä? Vor dir stehen immer noch 2. Nummer 1 und Nummer 2. Okay. Du musst die ganze Zeit in einem Goblin schaffen. Ja! Tut mir leid, dass bei meinen ersten Blocken meine Waffe direkt kaputt gehen muss. Okay, dann... Gib mir kurz mal eine Sekunde. Hau ihm eine mit deinem Stab. Mit dem Stab ins Auge. Nimm den Stab wie ein Mann-Button. Okay. Der kommt hin. Das ist in DSA 1 drunter, also müsste es ja auch funktionieren. Ja, was hast du denn? Einen niederen Dämon beschwören, deshalb. Das ist mir gerade mal gefunden. Oh nee, das wieder los. Was hast du noch für Magier? Da steht doch zumindest Mag drauf. Dahinter. Mhm. Warte, mach mal. Nee, ich überleg gerade. Das ist vielleicht etwas schwierig. Ach so. Okay, scheiß drauf. Wir können uns bloß über dich lustig machen, also keine Sorgen. Wait a minute. Invocatio Minor. Das ist ein scheiß Demo. Der mir auch liebt. Invo? Invocatio Minor. Such das gerade.
Das ist, wenn du Difar Bragu Sand, steht zumindest hier drin. Und wenn man draufgeht, kommt er über Minor. Ich weiß nicht warum. I don't know. Das zusammenhängt, du musst das alles in einem aussprechen. Ah, nee, da ist der DSA 1 Dame. Oh, okay, never mind. Difar Bragu Sand. Difar? Wieso finde ich da dran? Ach, da! Ja, der. Das ist ein Gegenzauber, aber egal. Was? Nein. Doch, steht unter Gegenzauber, aber egal. Was? Ja. No. Irgendwie nicht. Ach so, doch. Nee. Egal. Ein niederen Dämon, okay. Dann würfel mal. Okay, auf Klugheit, richtig? Ja. Bitte. Nein. Schade. Du beschwörst eine weitere Kröte. Die anfängt sich mit der Goblin-Kröte zu paaren. Dann bin ich ja jetzt wieder dran. Ja. Wir verzweifeln da ja unten immer noch an Goblin. Ja. Ich sterbe. Mal keine Sorge. Ich steck den Säbel in meinen Gürtel, geh zu Goblin 3 und hau ihn mit meiner Faust. Nee, Goblin 5 ist das da unten, aber egal. Tut mir leid. Mit der Faust? Ja, mit der Faust. Boah, dann Körperkraft, ne? Körperkraft, ja, mach. Das geht richtig schnell, Alter. Das ist für meinen Säbel. Du triffst? Oder? Oder tut er nicht treffen? Nur triffst. Ich würfel mal Schaden. Okay, wie viel Schaden darf ich machen? 1W6. 1W6, okay. Ja, weil ist ja nur Faust, ne? Was war ein Schaden? Aber 1W6 macht doch viel mehr auf 1W6 plus 4 sogar. Aber dann mit der Faust 1W6? Ah. Das war halt so ein kräftiger Schlag vor Wut. Okay. Vor Wut, weil der... Weil mein Säbel. Entermesser kaputt ist, ja. Hilfe langsam, da könnt ihr mal mit einem Goblin mit mal fertig werden. So, dann ist Goblin 5 tut dran. Goblin 5 möchte sich für den einen Damage revanchieren bei dir. Und er trifft aber nicht. Er ist so verwundert, dass du ihm einen Schaden gemacht hast, dass er vorbeischlägt. Der hat auch ein Schädeltrauma vom Einschlag. Ja. Dann ist Goblin 1 dran, der sich weiter mit Eldariel beschäftigt. Komm, geh doch weg, du Affe! Dobram? Und er trifft auch nicht? Geh du mal Eldariel helfen, ich bin hier unten beschäftigt. Da ist Dobram dran. Hast du das in einem Zug dahin zu gehen und anzugreifen? Das haben sie es auch geschafft. Also und du rennst, ja. Ich renne! Oh Gott. Mit Würfel erstmal Gewandtheit, ob du es schaffst, ganz schnell dahin. Du. Die scheiß Goblin mussten sie auch nicht auf Gewandtheit, die konnten auch in einen Zug hinter mir direkt herlaufen. Eben. Ja, gut. Dürre. So, das hier. Aber ich schaff's. Ja. Und dann Würfel Körperkraft. Haha! Welchen willst du noch von den schlagen? Achso, genau, welchen willst du? 1 oder 2? Hab ich doch gesagt, 2. 2. Okay. Ich versteck mich gleich hinter dir. Und ich verfehle wieder. Da ist Goblin 2 dran und er sieht einen neuen Gegner. Goblin 3, du Dödel. 3 ist tot. Ah, stimmt. Dann die 3 ist geflohen. Goblin 2 greift an. Aber ich frag mich, wohin Goblin 3 geflohen ist. Das seht ihr momentan nicht. Die Tür wieder weg. Er greift Dobram an. Goblin 2. Und er trifft nicht. Haha! Da ist Eldariel dran. Oh Mann, Alter. Nee. Okay, ich versuch's noch einmal. Difar Bragu Sand. Ja, Würfel. Alter, jetzt kommt noch mal ein schwuler Dämon. Bitte, ja, niederer. Es kommt so ein kleiner Krötendämon. Arsch.
Der. Nee. Der greift. Welchen soll er denn angreifen? Darfst du ja auch so. Den oberen linken von mir. Also eins. Ja. Gut, dann würfel mal für ihn auf Körperkraft. Okay. Plus, minus? Plus zwei, weil er stärker ist. Ist irgendwie bitter, ne? Das ist ein Dämon. Aber der Kröte. Er trifft und würfel mal Schaden. Okay, wie wird der gemacht? Roll 20? Oder? Nochmal 1d6 plus 2. 1d6 plus, ja, 2. Bitte. Plus 2. Plus 2. Hm? Das ist ein Dämon. Der macht Schaden wie ein Schwert. Schaden wie ein Schwert. Wie, oder wie ein Säbel, ja. Okay. Jawohl, 7 Damage, Junge. Friss meine Kröte. Das war kommt in 1. Okay, der hat dann noch so viel. Dann ist... Nee, Goblin 1 ist dran, erstmal. Was? Nee, Goblin... Nee, du, stimmt, du. Krummrohr, Goblin 4. Ja, genau, stimmt. Okay. Ich hau den Goblin wieder auf die Schnauze. Goblin 5, okay, dann mach. Haltet euch da raus, das ist was Persönliches. Ja. Dann Würfel. Du tust nicht, der weicht aus. Ja, dieses... Ja, der hat daraus gelernt, so. Moment, du hast gesagt, es gibt kein Ausweichen. In der Vergangenheit konnten die Leute nicht ausweichen. Also darfst du Na, da konnte keiner drauf würfeln in der Vergangenheit. Okay, Krummrohr. Der Goblin taumelt zu viel. Krummrohr, genau, der taumelt. So, wird doch schön nochmal neu geschrieben. Ja. Dann ist Goblin 5 dran. Der will sich natürlich revanchieren. Trifft aber auch nicht. Dann Goblin 1. Der greift deinen Dämon an. Ja. Trifft aber auch nicht. Damit ist Lobram dran. Der ganze enthusiastisch versuchen, ihn mit meinem Schwert zu treffen. Welchen? Eins oder zwei? Den, der vor mir steht. Moment. Zwei, okay. Nimm zwei, bitte. Oh, ich hab getroffen. So. Das denkst nur du. Ja, du triffst. Kannst Schaden würfeln. Die Frage ist, bleibt der Dämon jetzt bei mir? Nicht ewig. Ach, ja, Schaden. Nice. Ja. Also außer er stirbt vorher. Dann. Oh, ja gut. Dann ist Goblin 2 dran, der sich bei Lobram revanchieren will. Und er trifft. Niemals! Oder? Der trifft. Verdammt! Nein! Der Siebel hält! Ach so, ach ja, stimmt! Haha, mein Schwert hält! Verdammt! Ja, ich wollte dich auch gerade sagen. Eldariel ist dran. Ich hab die Idee. Oh, jetzt weiß ich auch, ich hab die ganzen Spells gerade falsch ausgesprochen. Stehen unten rechts mit DS1 Name. Okay, ich überleg gerade. Wisst ihr was? Ich schau mit meinem Stock den Typen vor. Nicht mit deinem Dolch? Nee, doch, mit dem Dolch. Okay, dann Würfel. Körperkraft. Ja. Oh Gott. Du triffst nicht, aber dein Dämon ist noch dran. Dämon, go! Der muss auch Körperkraft, wa? Ja. Plus zwei wieder. Plus zwei. Er trifft auch nicht. So Kröte. Quack. Krummrohr ist dran. Ich bin wieder dran. Ja. Go, go. Ihr wisst, was passieren wird. Ich hau den Goblin wieder auf die Fresse. Boah, Alter, ich hab gleich eine böse Idee. Jawohl. Ja, und der Goblin pariert nicht. Aber ganz ehrlich mal, wenn der Goblin das schaffen würde zu parieren, seine Faust mit einem Säbel parieren, das tut auch bestimmt weh, oder? Ja. Das wird man dann sehen. Muss da mal gucken, was für ein Bruchfaktor die Faust hat.
Oh, das war Goblin 5. Der. Oh. Dann ist Goblin 5 dran, der zurückschlagen will. Er trifft aber nicht. Boah, ey, das ist eine, warum? Dann ist Goblin 1 dran. Ja, meine Kröte schlagen will. Der auf deinen Dämon losgeht, ja. Und er trifft nicht. Yay. Dann ist Lobram dran. Er trifft auch nicht. Dann ist Goblin 2 dran, der auf Lobram losgeht. Gott, und er trifft auch nicht. Ja, ihr merkt, die Kämpfe bei DSA 1 dauern länger. Sind aber lustiger irgendwie. Ich würde dann einen Zauber gerne auf Lobram setzen. Auf Lobram, okay. Auf Lobram? Warte, warte, auf Krumrohr ist besser. Mich. Oh Gott. Kraft, Kraft, Monster macht Schlag rein, so dass es kracht. Hatte. Wo war der? Atta. Der Verzauberte verfällt in einen Kampfrausch. Was macht das? Du machst mehr Damage. Ja, jetzt das. Aber erstmal muss Haldariel auf Klugheit würfeln. Komm schon! Nein! Nein! Du Idiot! Die Klappe hilft. Ich hab versucht, dich zu boosten. Jetzt hau ich den Goblin aber trotzdem ganz enthusiastisch aufs Maul. Bist aber leicht verwirrt. Das ist mir egal. Ja? Mich selber schlagen tue ich trotzdem nicht. Nee, das machst du auch nicht. Der pariert nicht. Der kriegt das nicht hin. Meine Faust fliegt zu schnell. Ja, dann würfel den Schach. 3. Oh, okay. Dann ist... Warte, ich mach schon. Goblin. Goblin 5. Rache. Nein. Gott, nein. Goblin 1. Bitte auf nicht. Kröte? Auf die Kröte. Trifft. Scheiße. Die Kröte kann nicht parieren. Ja, der kann's auch nicht. Und er macht Schaden. Wie viel Leben hatten die Kröte? Ich hab keine Ahnung. Hat 10 Leben. Oh, 10 Leben. Ja. Jetzt nur noch 6. Hat ja mehr als ich. Da musst du bei deinem Charakterboden eben mal die Trefferpunkte für die Kröte da aufschreiben, dass die jetzt nur noch 6 hat. Eldariel. Aha, ich treffe! 6. Goblin 2, ja? Ja, immer noch. Ja, du triffst auch. Verdammt. Boah! Warte. Falsch gewürfelt. Ich wollte gerade sagen. Wir haben gesehen hart. Ah, oh, trotzdem. Maximum Schaden. Okay. Tot. Ja, ich habe einen Goblin getötet. Gratulation, ich habe 2 Stück zum Blau weglaufen. Nee, einer ist dann noch am... Ah ja. Du hast einen in eine Kröte verwandelt, der Vögel da gerade mit der anderen Kröte. Und einer ist weggelaufen. Ja. So, dann ist Eldariel dran. Ach, scheiße, stimmt, da war ja was. Aber ich war nicht nutzlos, ich habe auch einen Goblin getötet. Das ist richtig, ging das zu dem Typ da unten. Okay. Tut mir leid, hier unten ist gerade was Persönliches. Okay, dann noch einmal auf Kummer. Kraft, Kraft. Nein, so, das ist Kraft. Da, und Würfel. Oh, bitte, Herrgott, noch eins funktioniere. Jawollo. Ah, Krummrohr merkt, fühlt sich stärker. Ich bin wie eine Mörder. Dafür aber weniger intelligent. Stärker. Ich komme gerade unschätzbar bevor wie so eine Mercy. Dein Dämon ist noch dran. Dein Krötendämon. Horst mag keine. Dein Dämon trifft nicht. Gut. Dann ist... Krummrohr ist dran, ja. Hau den auf die Fresse. Ja, dann mach mal. Nee, du triffst nicht. Nicht so. Goblin 5 schlägt zurück.
Trifft aber nicht. Goblin 1. Kröte, komm. Kröte, du musst tanken. Kröte, du musst tanken. Auf die Kröte und trifft. Scheiße, wie viel macht's? Und macht. Oh, bitte nicht mehr als 6. Oder 6, genau, das wäre gemein. Wenn ich mir Tank weg. 7. Nein, Kröte down. Kröte down. Kröte down. Ah, dann greif an. Enthusiastisch diesen Goblin. Du triffst daneben. Er trifft daneben. Enthusiastisch. Aber mit Stil. Ach nee, damit ist Eldariel dran. Warte, ja, ich muss kurz so gucken. Ich versteck mich hinter Lobra. Okay, das ist dein Zug, okay. Dann ist Krummrohr dran. Schlagen! Ja. Jetzt plus er trifft! Komm, bitte parier nicht. Er pariert nicht. Okay, und wie jetzt? Viel Schaden kriege ich jetzt extra dazu? Plus 2. War akzeptabel. Das ist schon Schaden von einem Säbel, Alter. Ja. Dann ist Goblin 5 dran, der sich wehren will. Und er trifft. Oder? Warte, er kann nicht parieren, er hat keine Waffe in der Hand. Moment, kann ich ihn blocken ohne Waffe in der Hand? Kannst ihn nicht blocken ohne Waffe. Du hast doch den Säbel in der anderen Hand bestimmt. Nein, der hat ihn nicht weggesteckt. Nein, ich hab den Säbel, ach so. Weggesteckt. Okay, dann kannst du nicht blocken, dann kriegst du Schaden. Upp. 7 Schaden. Kann ich mitleben. Ja. Dann Goblin 1, der auf Lobram losgeht. Trifft nicht. Haha! Verdammt! Lobram auch nicht. Das sehen wir jetzt! Nee, es ist Eldariel. Ach, nee, ja, stimmt. Jetzt ist Eldariel da. Haha! Ich hab die Idee. Oh Gott. Ich muss kurz gucken, wo war ich. Du hast in einem Kampf, ja, fast dein ganzes Mana verbraucht. Ja! Das ist richtig. Das wird nicht der einzige Kampf bleiben, also. Sag's nur. Gut. Dann, würde ich jetzt hingehen. Ja. Mit 2 Meter Stock. An Mr. Lobra vorbeibiesen, dann zum Typen. Und dann? Einfach den Gegner pieksen damit. Achso. Würfel mal. Ja. Gewand, einmal Gewandtheit, einmal Fingerfertigkeit. Okay, Gewandtheit. Okay, du kommst noch nicht mal an ihm vorbei, also. Du, nee. Ah, du kommst nicht vorbei. Der Zauberer kann nicht gut mit seinem Stab umgehen. Nee. Hey. Ist auch nur ein kleiner Stab. dann ist Krummrohr dran, ja. Goblin da unten, Alter. Der Kampf dauert länger als sonst was. Oh, er trifft überhaupt nicht. Ja. Würfel mal Schaden. Oh, oh. 1d6. Minus 2. Minus 2? Ja. Nee, jetzt nochmal würfeln. Warum sagst du nicht gleich, wir sollen D4 würfeln? Ah, nee. Okay, du kriegst keinen Schaden, hast Glück gehabt. Weil denn solche Ergebnisse fehlen? Hätte ich jetzt eine 1 gewürfelt mit einem D6, hätte ich mich geheilt, indem ich daneben haue. Das bezweifle ich nicht. Dann schlägt Goblin 5 wieder zu. Und er trifft nicht. Gott, Alter, ich kann Goblin nicht. 1 geht weiter auf Lobram und er trifft auch nicht. Verdammt! Okay. Enthusiastisch! Attacke! Daneben! Ja! Daneben! Das hält Ariel dran. Gewandtheit, Fingerfertigkeit war das, ne? Ja. Come on, bitch! Nein! Nein! Du brauchst du Fingerfertigkeit gar nicht erst probieren. Okay, schade. Krummrohr! Du kommst wieder vorbei. Alles klar.
Du triffst. Mit der Faust. Er pariert nicht. 1W6 plus 2. Ja. Langsam müsste der mal tot sein. Er ist aber tot, ja. Hat aber gedauert. Damit ist Goblin 1 dran. Geht nochmal auf Lobram los. Und er trifft. Haha, niemals! Doch, er trifft. Oh, dann nicht. Oder? Ja. Der Säbel hält. Haha, mein Schwert hält. Drei Wetterschwert. Da hat das Lobram dran. Und genau ins Herz. Haha. Gott, Alter. Boah! Würfelschaden. Haha. 9 Schaden. Und auch er ist tot. Juhu. Sind die Kulten fertig mit den Puppen? Das erste, was ich jetzt mache, ich nehme einen der Säbel der Goblins. Können? Einen, egal welchen. Ja, nimm. Ja, nur für die Reserve. Ja, ja. Ich nehme den Säbel von Goblin 5. Ja, nimm dir den Säbel von Goblin 5. Es liegen immer noch 2 Säbel da. Wenn die jemand noch einen haben will. Sollte es aber gehen? Es können keine 2 Säbel da liegen. Kann auch nicht mal 2 Säbel. Es waren 5 Goblins. Ja, und einer ist abgehauen. Ich denke, man hätte einen Säbel. Ja, okay, es liegt noch ein Säbel da. Okay, möchte noch einer den Säbel und dann sollen wir gehen. Du kannst ihn auch nehmen. Nein. Ich tausche den Säbel mit dem aus, den ich von den Goblin habe, der in eine Kröte verwandelt wurde. Okay. Liegt da trotzdem noch ein Säbel? Okay, ich ihn auch noch. So okay, dann nimm den. Ur weird. Darf nicht mal eine Zweihandwaffe haben. Okay, Jungs, jetzt sollten wir vielleicht mal einen anderen Gang gehen. Ich will die Leiche von Goblin 5 schänden. Nein, komm mit. Ich will meine Rache für meine Entermesser. Komm mit. Du ja. Hast deinen Säbel, reicht das nicht? Ja, okay. Oh. Ja, Papa. Gut, wir gehen Eldarin, jetzt wieder Gang ich komm 1. Ja schon. Gut, du gehst auch vor. Nein. Ich geh nicht vor, das wird's klicken. Also ihr habt den Raum noch gar nicht untersucht, wollt weitergehen. Das sind doch hier Nachtlager, können wir uns da nicht ausruhen. Ja, stimmt. Wir sind hier jetzt gerade mal im Lager der Goblins. Ich würde gerne mal die Spinde genauer untersuchen. Stimmt. Untersuchen wir mal lieber den Raum zuerst. Ja, wir wissen ja, dass da Spinde drin sind. Tut mir leid. Ja, ja. Der Kampf war für mich zu lange. Ich dachte jetzt. Was? Ja, wie gesagt, es sind 5 Strohsäcke da und die Spinde halt. Die Spinden sind halt so Klamotten von den Goblins. Trinken wahrscheinlich auch noch viel. Und ein bisschen was essen. Ich nehme mir das Essen. Ja, dann schreibt ihr auf, ein bisschen Brot. Also, Stein. Also ein Schwarzbrot habe ich bekommen. Ja, ein Schwarzbrot, ja. Okay. Warum schwarz, wieso kein Weiß? Ich esse das Schwarzbrot jetzt. Dann mach das. Außerdem hält Schwarzbrot sich länger als Weißbrot. Das ist wahr. Das stimmt. Scheiße. Gibt es was macht ihr? Ich würde gerne mal den Tisch untersuchen. Auf dem Tisch sind ein paar Spielkarten. Da haben sie... Doch Geld? Nee. Oh. Oh. Ey Jungs, warum kriegt ihr auf einen der Strohsäcke und Tisch schlafen? Welchen? Den ganz rechts. Ja, du bist ja doch schlechter Deutscher. Ja, du legst dich drauf. Okay. Ich passiert zum Zweck. Ich schaue verwundert Eldariel an. Was los? Ich starre auf Lobram. Der ist müde.
Der war zu sehr voll flopp. Halt die Klappe. Die Uffi geht es in den Ich gehe zu dem Strohsack von Lobram. Gott, Jungs. Ich trete gegen den Strohsack. Jungs, da passiert nicht viel. Wir müssen irgendeine Frau retten. Du bist fast tot, Junge. Das ist doch gar nicht. Jetzt hab ich gesehen, wie du von den Goblin aus dem Maul gekriegt hast. Ja, also, das ist nichts, Jungs. Weitergeht. Das ist eine verdammte Frau. Kommt schon. Dann. Ich gehe jetzt zur Tür. Gut. Geh hinter ihm. Ich schreie zu Lobram rüber, er soll herkommen. Lobram, ja, okay, komm herüber. Dann raffe ich mich langsam von meinem Strohsack auf und gehe darüber. Ja. Dann gehe ich frohen Mutes in Raum 1. Der verwandelte Goblin verwandelt sich gerade zurück. Ja, den liebt er noch. Der fleht euch an, dass ihr ihn nicht auch noch tötet. Bitte was? Lieber Herr Goblin. Wir wissen ganz genau, was Sie da mit der anderen Kröte getan haben. Da konnte ich doch nichts für. Hey, für eine Dukate bin ich ruhig. Dann schweige ich. Krumrott, wir können ihn noch vielleicht fragen, ob er die Tür da hinten aufhinken könnte. Dafür leben darf. Kannst du die Tür da hinten öffnen? Die Tür ist doch kein Problem, wir brauchen nur einen Gnom und eine Kanone. Wir können auch den Goblin verwenden. Ja, was, eine Kanone? Nö, also, Gnom. Goblin, was auch immer du bist, gehst die Tür da hinten auf. Goblin ist das. Genau. War eine Kröte, die gepoppt hat. Er gibt euch den Schlüssel. Für die Tür. Ich nehme den Schlüssel dankend an. Ja. Und ich hau ihn jetzt noch einen auf die Fresse. Nein, das tust du nicht. Dann würfel. Tut mir leid. Was machst du da? Oh Gott, komm. Zählt eigentlich noch der Zauberspruch von Button? Nee. Okay. Nur bis zum Ende des Kampfes. Er pariert. Was? Ist eine Minus. Ja. Minus 8. Achso, ja. Nee, er pariert nicht. Nö. Wie viel Schaden? Habe ich schon. Achso, ja. Er kriegt einen Schaden und haut ab. Das ist für mein kaputtes Leben. Ich schüttel nur meinen Kopf. Ich schüttel nur. Kannst du... Ein Säbel kaputt. Ja, ist verständlich. Du hättest ihn noch töten können, weil er könnte jetzt wiederum Stress haben mit anderen Menschen. Ich hasse Magier. Boah, ey, Alter. So, was? Okay, Jungs, jetzt gehen wir weiter. Du hast den Schlüssel, also gehst du vor wegen der Tür. Okay, ich gehe vor in Raum 1. Sofern auf dem Weg nichts passiert. Passiert nichts. Okay, ich gehe dann hoch, direkt. Ja. In den anderen Gang und versuche die Tür aufzuschließen. Ich bin mal kurz Follow-up bei Lobra, muss kurz essen wollen. Okay. Das klappt, die Tür geht auf. Bei mir auch gleich fucken. Oh, schön. Was ist das da? Das sind doch Blindenzeichen, oder? Kannst du nicht erkennen, weil das immer noch Blindenzeichen sind. Ja, der Raum ist recht groß, 5x5 Meter. Er besitzt eine Tür in der Mitte der Süd- und Ostwand. Und ein Vorhang an der Westwand. Vorhang an der Westwand. Ja, was ich natürlich immer mache, wenn ich einen Vorhang sehe, ich gehe zuerst und gucke dahinter. Du siehst eine Öffnung. Wie eine Öffnung? Mhm. Ja. Vielleicht solltest du in die Öffnung hineinschauen. Hau in die Öffnung hinein. Du siehst einen kleinen Gang. Wenn... Hey, hier ist ein Gang! Nein, kleiner Wolfgang! Ach so. Ich würde mich aber trotzdem gerne nochmal in Raum 3 genauer umschauen. Okay. Hm.
Es stehen mehrere einfache Bettstellen an den Wänden. Und ein Zimmer. In der Zimmermitte ist ein Tisch mit Stühlen. An der Nordwand befindet sich eine Feuerstelle. Das Zimmer enthält einen Kühlschrank mit Küchengerät und zwei Schränke voller Kleider. Ein Kühlschrank. Kühlschrank, ich wollte es gerade sagen. Küchenschrank, sorry. Küchenschrank. ich gehe zum Küchenschrank. Warte, du bist noch nicht fertig. Ich gehe zum Kühlschrank. Nee. Es befinden sich zwei Erwachsene und zwei heranwachsende Orks in dem Zimmer. Wie hat es dann Björn geschafft? Er ist geschlichen. Nee, es ist ja... Ja. Du sitzt zu Hause, wenn man kommt irgendeiner rein. Und ihr beobachtet, wie der Kobold durch die Osttür entweicht. Und die Orks sind kampfbereit. Das heißt, es kommt zum weiteren Kampf gleich. Wenn Button wieder da. Keine Magie mehr. Das ist nicht meine Schuld. Ist es auch nicht, aber wir werden alle sterben. Was ist los mit Sterben? Wir kämpfen jetzt gegen vier Orks. Was? Ja. Wie? Warum? Was? Nein. Ja, wir müssen die Aufstellung gerecht machen. Ja, geht mal wieder zurück ein Stück. Nein, Eldaril, du stehst rechts neben mir und Lobram steht links. Moment, ich stehe hier hinten, weil ich den Vorhang hier aufgemacht habe. Nee, du stehst ja irgendwo links da an der Seite. Ja, links, da oben. Da. Warte, ich hab doch voll auf bei Lobram gemacht, scheiße. Egal, passt schon, ich bin jetzt fertig. Keine Sorge. Du beschützt mich doch, oder? Lobram ist in den Raum reingegangen und hat den Vorhang aufgemacht, ohne die Orks zu beachten, die da drin sind. Das mochten die gar nicht. Dass Lobram den so Vorhang anstellen. Aufgemacht hat. Ja. Ich bin eben auf Toilette, während... Ja, ich suche eben neue Orks. Gut, denke ich auch. Noch kochen gehen, Alter. Lange, denke ich. Ja doch. Scheiße, das war zu wenig Soße, die ich genommen habe. Aha. Ja. Hey! Du kannst mal deine Mutter ganz lieb grüßen. Dein Vater. Wäre mein Vater da, wäre meine Mutter da. Beide nicht da. Dash. Ja, und du siehst sie ja irgendwann nochmal wieder, dann kannst du ja trotzdem grüßen. Nee, kann ich sogar nicht. Bis nächstes Wochenende. Achso, ich dachte, du hättest jetzt drauf gewürfelt, ob du sie grüßen kannst. Nein! Ich geh eben schnell aufs Klo. Ja. Wieder da. Baba. So, wir haben das mit der Parade eben falsch gemacht. Ihr habt einen Grundparadewert von 8. Alle. Das heißt, ihr müsst 8 oder niedriger würfeln, wenn ihr parieren wollt. Cool. Mit dem D20 einfach. Ja. Okay. Habe ich jetzt gerade bei meinen Orks gesehen.
Ist es denn irgendwie noch so ein Vergleich zwischen dem Angriffswert und dem Paradewert? Nee. Du musst einfach nur unter deinen Paradewert würfeln. Okay. Könnt euch ja schon mal aufstellen. Beziehungsweise Mut würfeln. Beim Zock. Funktioniert das, wenn ich das so mache? Ja? Theoretisch ja, aber. Praktisch nein. Nee, wir machen das weiter über Körperkraft. Wo hab ich's? So. Bummer, du musst mal auf Mut würfeln, ne? Ja, das ist mir auch gerade noch aufgefallen, ja, dass Monik das gemacht hat. Bin ich Erster? Ja. Wow. Danach würde ich kommen, richtig. Danach Ork E. Ork 2E, ja. Danach kommt ein Minusbereich. Minusbereich wäre dann Ork. Ork 2J. Dann Ork 1E. Dann Lobram und dann Ork 1J. Ork 1. Ja, vorletzter. Ja. So also im Großen und Ganzen. Genau. Immer ekel. Nee, doch nicht. Dann ist falsch. Einen Ork vergessen. Ork 4. 2E, das sind noch 4. Ja. Ork 1, 2. Das ist richtig, ist noch da. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt, ich hab das unten nicht gesehen. Und mich erstmal anmal, dass ich das nicht sehen kann. Ja, dann darf Krummrohr anfangen. Ja. Ich darf okay. Das. Dann ziehe ich meinen Säbel, weil die Orks haben wir ja vorher nicht gesehen. Und ich renne zu dem untersten Ork, den man sehen kann. Das ist dann Ork 1J. Hervorragend. Kann ich ihn noch angreifen? Ja, kannst du machen. Alles klar, dann greife ich ihn noch an. Gehen, laufen und angreifen. Eine Runde? Ja, das ist kein großer... Das ist kein großer Raum. Ja. Du bist ja auch von einem zum anderen gelaufen. 8. Achso, übrigens, Björn, du hast eine Parade von 8, das heißt, du musst 8 oder niedriger würfeln, wenn du parieren willst. Ork. Hab ich eine Parade von 8? Ja. Ja. Ork 1J würfelt und pariert nicht. Okay. Also mit dem D20 muss ich das machen. Ja, genau. Mhm. Einfach mit dem D20. Du kannst Schaden auf Ork 1. Ja. Ich würfel schon. Du machst 5 Schaden. Ja. Boah! dann ist Eldariel dran. Bifa Braru Sand. Warte. Was? Gut, noch einmal. Was das macht? Ist wieder der Dämon. Richtig. Ah, okay. Ja, dann. Oh nein, komm schon, Mann. Also eine Frage, wie viele Astralpunkte hast du noch? Jetzt nicht mehr viele. War schön, dass wir immer noch ziemlich am Anfang sein. Aber was soll ich machen? Ich gebe bestimmt nicht mit dem deutschen Nahkampf die 5 HP noch ab. Ja. Wo er recht hat. Das stimmt wohl. Es erscheint eine kleine Spinne, die du herbeizaubern hast. Du süße kleine Maus. damit ist Ork 2E dran. Und er greift an. Am besten wär's, wenn er gleich einen Crit würfelt und holt einen Schruf oder sowas.
Er greift Eldariel an. Warum ich? Weil du oben bist. Ich bin unten, du Vogel. Unten bist, meine Damen. Der greift da Dings an, ja, ich kann's. Ich hab hier alles verdeckt mit den ganzen. Dann greift er Lobram an. Okay. Das war. Ja, Moment. Bitte warten Sie. Er trifft nicht. Oh. Niemals! Verdammt! Org 2J. Alter, zwischen uns eigentlich sind 3 Orks und dann kommt Lobram. Fuck me. Ork 2J greift Kumroh an. Was? Ja. Hä? Die sind bei dir in die Richtung. Welcher ist denn 2J? 2J ist der dritte unten. Der dritte von oben. Der da. Genau. Das ist der 3. Immer noch nicht bewegen. Ich kann die immer noch nicht bewegen, ne. 2E ist da rüber, oder? Genau. Okay. Und 1E ist da drüben. Button, wie wär's, wenn du das so kompliziert machst? Oh Gott! Ja, jetzt mach mal ein J, genau. Scheiß-Ding. Ich hab's nicht angeschaut. Nutz doch das Ding hier, wenn dir das... Nein, ich mag das. Jetzt los, weiter geht's. Gut. Ork 2J... trifft. Nee, greift Kumroh an, genau. Mhm. Robert, was willst du? Oder trifft nicht. Nein. die Orks haben... Beile. Beile? Beile. Falsche Beil. Beil? Ich hab ein Beil. Das haben sie von Caroline. Okay, der war schlecht. Ork 1E greift an. Ist schlecht. Hey. Ork 1E greift an. Dobram. Lobram, wollte gerade sagen, weil 1 ist Lobram. Ja! So ein Witz. Und er trifft nicht. Verdammt! Ork 1 er ist einfach zu schnell. Warte mal kurz, Ork? Nee, Ork 1E, okay. Ja. Dann ist Lobram dran. Ja, und der Lobram, der Gute, stürzt sich mit einem Kampfgeschrei auf Ork 2E. Ork 2, okay, dann greif an. Haha! Er trifft. Oder? Nee, er pariert. Er pariert. Bitter. Bruchfaktor. Oh Gott. Der Beil hält. Und das Schwert hält. Ork 1 müsste jetzt theoretisch Lobram oder Kuroanga, weil die in der Nähe sind. Ja, 1J geht auf. Aber nicht auf mich. Der könnte natürlich auch, weil er denkt so, aha. Kumroh. Da hinten so zurück, den guck ich mir mal näher. Ja, tschüss. Der geht auf Kumroh los. Und er trifft kritisch. Alter. Oder? Wenn er wird kritisch abgewehrt. Wenn er kritisch abwehrt, dann. Guck. Da gibt's einen Bruch. Oh Gott. Er trifft. Und du kriegst 3 Schaden. Bei dem Crit? Ist das nicht doppelt? Ja. Das stimmt. Okay. Dann kriegst du ab 6. Dann kriegst du 6. Ja, aber. Damit ist dran Kumroh. Ich bin wütend. Ich bin. Ork 1J? Ork 1J? Ich greife ihn jetzt mit meinem Säbel an.
Mach das. Oh. Triffst nicht. In deiner Wut schlägst du daneben. Dann ist Eldariel. Eldariel, beiß mich! Noch nicht! Der Waff hat auch was Negatives, wenn dann 20 kommt, aber das werdet ihr dann erfahren. Ich habe euch eine Idee. Okay. Ja, dann mache ich nochmal die Fahr Brarusand. Dann Würfel. Bitte, Herrgott, funktionier! Oh, sogar eine 7. Ja. Und ein Schruf erscheint. Nein, kein Schruf. Nee, das ist ja ein Kandidat-Thema. Ein Imp. Ein kleiner. Imp? Imp. Das sind diese, die Feuer machen. Das sind die mit Feuer schmeißen. Und so. Ah, solches. Ja. Süß. Wen soll er angreifen? Er soll bitte 2J angreifen. 2J, okay. Dann aber der Imp ist nicht so hitzig wie unser Lob. Dann würfel mal auf Klugheit, ob der den trifft. Auf Körperkraft oder? Klugheit. Es ist ja so ein, okay. So ein magischer Vieh. Nee, plus minus nix. Okay? Okay, trifft er. Trifft nicht, nee. So ist das Ding. Schreib für den mal 15 Lebenspunkte auf auch. 15, ja. Jawohl. Dann ist. Okay. Org 2e. Ja, sag doch was, Mensch, dann tu es wieder einfügen, du Lutschkopf. Ja. Rock 2e greift an. Lobram. Hatte ich mir gedacht. Und er trifft Rock 1, Gott. Wow. Und er macht Schaden. Alter! 30. Was? Ja. Hast du das richtig gewürfelt? Ja. Ich hab kritischen, also mal 2 halt noch. Ach du Scheiße, der hat eine kritische 6 einmal bekommen. Das heißt, sie können 15 Schaden machen. Jo, ich bleib hinten auf jeden Fall. Nee, warte mal, da ist ein Fehler. Da hab ich mir einmal vertippt. Sorry. Weil hat doch ein D6 plus 2. Plus 3. Weil, ich meine plus 2. Jungs, ich guck mal. Nee, der hat. Die Beile haben plus 3, die ich hier habe. So, das sind ganz besondere Beine, ich sehe. Ja, das ist ein Ork-Beil. So. Ja. Und die machen 16 Schaden. So. Das heißt, Ork 1. Beil macht 1W6 plus 2. Ork 1J. Mach einmal. Nein, nicht. Das sind spezielle Ork-Beile. Ja, nee, nur mal zur Diskussion. Ne? Also, Ork 1J ist weg. Dadurch. What? Ja. Geschafft. Schlagen. Ja, genau. Ich mochte dich nie. Du warst ein Unfall. Dann ist Ork 2J noch dran. Yes, sir. Ork 2J geht auf Krummrohr. Ach, komm schon, Krummrohr, du musst tanken. Trifft aber nicht. Ist sehr verwundert, warum sein Sohn tot ist. Org 1E ist dann dran, der geht auf Lobram. Trifft auch nicht, ist auch noch verwundert. Wenn dem so ist und hier schon wieder niemanden, irgendjemanden trifft, dann muss Lobram. Ich... Lobram, nee, erstmal ist Lobram dran. Und ach stimmt, ja. Org 2E wieder. Org 2E, okay. Nein, irgendwie nicht. Dann nicht. Ich werde ihn töten. Wunderst dich auch drüber, dass die ihren eigenen Sohn getötet haben. Komm, jetzt bist du dran. Nee, Ork. Ach nee, er ist tot, stimmt. Ja. Das ist Komrohr. Töte dich, Ork 2J. Ork 2J. Ork 2J. Nee, wieder nicht. Er pariert nicht. Ja. Kritischer Patzer. Ja. Kannst doppelten Schaden machen. Doppelt Schaden. Ja. Also ein D6 plus 2 mal halt. Mal 2, ja.
Oh Leute, ich sehe gerade einen Zauber, den hätten wir auch eben benutzen können bei der geschlossenen Tür. Nice. Frage kurz, nur wo Magier steht oder auch Elfmagier? Kannst doch. Elfmagier geht auch, ja. Okay, gut, passt, danke. Wo ist denn das Malzeichen hier? Wenn du... Numpad, das Sternchen. So. Beim Plus und dann Shift. Du machst 12 Schaden, Ork 2J stirbt auch. So, Shift und Plus. Ja, das ist dieses Sternchen, das ist ein Malzeichen. Hm. Shift und Plus? Also wenn du Shift und Plus machen kannst. Rechts von Ü. Ah, da. Ja, da. Nicht bei Numpad. Nicht bei Numpad, okay. Da. Okay. Sprich weiter. Eldariel ist dran. Ah ja, stimmt, ne? Dann befriedige ich jetzt mein Scheiß im weiter. Auf ein ja. E. Auf ein E, okay. 2E, pardon. Ach, okay, auf 2E, okay. 2E. Dann würfel Klugheit. Imp, sei, mach mich stolz, jawohl. Trifft. Dann würfel Schaden 1W6 plus 2. Es 8 Schaden. So ein gut Feuerball, gemacht, Junge! Brall, okay, für den nächsten komm ich zwei Zauber. Dann ist. Ork 2E. Kann da nicht auf sich sitzen lassen. Dass er seinen eigenen Sohn getötet hat. Das auch nicht. Nein. Weil wir Rache für seinen Sohn. Und für den anderen Sohn. 2J war das sein Sohn. 2J und 1J waren die. Er greift an, Lobram. Ja, wollte gerade sagen. Hätte ich gerade da im Wurfback bin ich. Und er trifft. Oh doch. Oh doch. Du hast 8 Schaden. Och, wenn es weiter nichts ist. Dann ist 1 eh dran. Okay. 1 geht auch auf Lobram los. Trifft aber nicht. Haha! Dann ist Lobram. Lobram, ja. Ich attackiere Ork 2E. Ja. Mit meinem Schwert. Und treffe nicht. Haha! Ich treffe wenigstens meinen Sohn. What the fuck, Alter? Dann ist Komor. Ich bin schon wieder. Ja. Dann stürme ich jetzt auf Ork 2E. Kannst du nicht stürmen, du hast keinen Sturmangriff. Genau. Okay, ich gehe gemütlich zu Ork 2E. Pfeifend. Dann lass mir sehr viel Zeit, bis mein Zug zu Ende ist. Okay. Weil ich muss das ja gemütlich machen. Ich dann, nicht dann ist Eldariel dran. Oh mein Gott, okay. Impf. Attacke. 2E nochmal. 2E, okay. Ui. Ja, und? 6 plus 2. Alter. Er ist tot. Der Imp ist ganz vielleicht eine Kröte. Ja, wundert dich das? Ja. Drauf ab, wenn ich dir eine Kreatur beschwöre, auszusehen. Dann sind wir alle tot. Ok, 1 greift nochmal Lobram an. Niemals! Ach, oh. Echt! Verdammt! Alle tun! Dann ist Lobram. Ja, ich attackiere Ork 1! Enthusiastisch! Und treffe nicht. Haha, du bist genauso schlecht wie ich. Dann ist Krummrohr. Jetzt gemütlich angekommen ist. Ich gehe zu Ork 1 und greife ihn mit meinem Säbel an. Mach das. Enthusiastisch. Ja, jetzt fängst du auch an mit Enthusiastisch. Der trifft meist nicht. Oh, er trifft. Wenn ich das enthusiastisch tue, dann treffe ich auch. Aha. Er pariert. Aha! Oh, fucking. Aha. Er pariert enthusiastisch. Was für Idiot.
Bruchfaktor. Dein Beil hält. Und dein Säbel. Ja, ihr habt öfters mal vergessen, eure Bruch... Nee, das ist nur, wenn pariert wird. Der Säbel hält. Der Säbel hält auch, ja. Verdammt. dann ist Saldariel dran. Warte, Imp, tut mir gefallen, ein E. Halt den Maul! Du er trifft nicht. Das war der Imp. Er trifft nicht. Ich bin meine Kröte wieder. Jetzt anders gezaubert. Der Ork. Nee, der Ork. Ach, der Ork. Der Ork geht auf. Jetzt hat er die Auswahl. Ja. Krummrohr. Zwischen Imp, Krummrohr und. Er geht auf Krummrohr los. Imp ist hinten. Imp ist hinten, ja. Ach, der Cast wird gut. Du, ein Feuerball, Junge! Ja, trifft Krummrohr. Aha, ich. Haha! Ha, ich habe nicht pariert! Haha! Dann nimm diese 14 Schaden. Nein! Warte, da ist das auch noch falsch. Das ist bei dem auch falsch, ja. So. Er hat da immer noch zu stehen, ein die 6. Nimm diese 6 Schaden! Jetzt ist Lobram. Und ich treffe ihn. Und Krummrohr ist dran. Krummrohr. Außerdem bist du sowieso gleich nutzlos. Ich hab ein Pfäulchen, du nicht. Du hast gleich keine Astralpunkte mehr. Du. Krummrohr. Ach, ich bin? Ja. Ich dachte, Dings wäre noch von mir. Egal. Okay, okay, ich bin wütend. Ich stecke meinen Säbel wieder in meinen Kragen wieder mit der Faust. Dann mach das. Stimmt, ich muss ja erstmal hier Körperkraft. Der pariert nicht. Ein W6. Passiert, wenn er wirklich mal eine Faust pariert mit einem Säbel, Alter, oder mit einem Beil. Ja, das wirst du dann sehen. Eldariel. Imp, Attacke. Die Quatsche trifft mal langsam. Murloc. Ja, egal. Er trifft nicht. Ah. Da ist Lobra. Nee. Dann ist Ork. Ork geht auf Lobram. Niemals! Oh, doch! Und wie er trifft. doppelter Schaden. Das schade, den kann ich gar nicht bekommen. 12 Trefferpunkte. Das funktioniert doch schon wieder, oder? Doch, schon, das funktioniert. Ja. Jetzt lasse ich schon an den Ork Platz. Lobram ist dran, ne? Aha! Haha, das hast du jetzt davon. Und Eldari. Nee, Krummrohr, stimmt. Ja, dann mach das. Ich werde dich diesmal nicht boosten. Nicht erwartet. Gut. Trifft. Nicht. Was? Du triffst nicht. 7-7. Er hat pariert. Was passiert jetzt? Er hat ja jetzt geblockt meine Faust. Ja. Ihr habt eure Fäuste gegenseitig so ineinander getan. Bruchfakt! Bruch, brich deine Hand, brich deine Hand. Ja, würfel mal. Nein. Denn du bitte auch? Also ich würde sagen, die Faust hält. Faust? Oh. Mm.
brichst dir den Finger. Welchen? Den Mittelfinger. Das hätte mich fast in auf dich zu schlagen. Verliere ich jetzt noch Lebenspunkte, weil ich mir den Mittelfinger gebrochen habe? Ja, kriegst einen Lebenspunkt, Benio. Ja. Und Eldariel ist dran. Ich setze mich auf den Boden, Imp-Attacke. Halt die Klappe, Mann. Er trifft, wir haben Schaden. 6 plus 2. Was ist Schaden schon mal gemacht, ist zusammen von mir. Nee, warte, gar nicht wahr. Der andere hat hier die 2 Wörter bekommen, außer der eine. Dann ist. Obram. Oder? Nee. Nee. Der Ork. Stimmt. Der Ork. Der Ork. Greift an. Dobram. Nee. Kumor. Jetzt gesagt Eldariel, ne? What the fuck? Kumor. War Lobram nicht 1 bis 3? Nee. 1 ist der Imp. Ach nee, den greift er gar nicht an, stimmt. What the fuck, bist du behindert? Der steht doch auch hinten. Ja. Hast du eben was jetzt gesagt? Fight me. Come at me, bro. Ja, er greift dich an. Oh. Bin jetzt. Komm Rohr. Okay, er greift mich an, okay. Ja. 1 bis 3, ich bin. Nee, du hast doch die 2. 1, 3 und 5 ist Komm Rohr. Achso, also Unfade ja, ist Komm. Genau. Ja. Auf Würfel bin ich einfach demnächst einfach bloß. Er trifft aber nicht, ja stimmt, Komm Rohr. Er trifft aber nicht. Immer diese komplizierten Sachen. Aber zu einfach. Ja. Lobram, gib ihm. Lobram, ja. Aha, daneben. Ich treffe. Dann ist der Komor dran. Ich schlage ihn wieder mit meiner. Ja, mach das. Ich hab alles höher als Körperkraft, weißt du? Das ist so blöd, das Rennen auf Körperkraft zu würfeln. Komor trifft. Nicht. Oh, pariert. Du hast wieder mit dem Dings zugehauen, ne? Ja, mit meiner ja. Frau. Der Würfel war Bruchfang. Alter. Und wieder was gebrochen. Der Daumen diesmal. Wieder ein Schaden. Oh mein verfickter. Wie viel Schaden? Ein. Kann er denn überhaupt mit seiner rechten Hand jetzt noch eine Waffe halten? Mit 2 gebrochenen Fingern? Eine Waffe halten nicht, aber links kann er ja noch. Oh, er sperrt dann halt. Da ich da sitze, esse ich jetzt ein Pökelfleisch. Im Angriff. Jesus, ja Gott, noch eins. Trist. Ah, lebt aber noch. What? Dann ist der Ork dran. Aber ist sehr, sehr geschwächt. Dann ist der Ork dran. Letzter Kraft geht er auf. Obram los. Haha! Haha! Oh, er trifft. Hahaha. Oh, nice. Parierst. Nice. Bruchfaktor. Gott. Na, hält der Säbel? Nice. Nein, nicht nice. Das will ich auch. Ja. Verstehe ich. Ich schlag ihn mit meiner rechten Hand. Ja. Ist da mittlerweile ein Erschwernis drauf? Nee, noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Oh, ich trifft ich aber auch nicht. Dann ist der Imp dran. Sieht aus wie eine Ameise. Irgendwie, ja, seltsam. Würfel. Ein Würfel. Ach ja, Imp ist ja dran, ne? Ja. Er trifft. Ja, ist weg. Jawollo! Gut gemacht, Impo-Boy, und tschüss.
Alles klar, Jungs, ne? So schwer war es jetzt auch nicht. Bloß, dass ich jetzt fast tot bin. Ich auch. Okay, dann, ja. Ich nehme mir ein Ork-Beil. Ja, ich nehme dir zwei Ork-Beile. Ja, nimm dir. Ja, von wem? Ich nehme das von Ork E2, der hat mich so geärgert. Okay, das hat ein W plus. Ein W plus 3 Damage macht das. Nehmen das Ork bei von Ork E1. Ja, das macht genauso viel Damage. Und dennoch das von Ork J2. Das macht ein W plus 1 Damage. Ein W plus 1 Damage. Genau. Okay. Bevor wir jetzt hier weiterfahren, jetzt zwei, ne? Weiterfahren vor allem. Ja, Mr. Lobram. Dürfte ich was bei Ihnen austesten? Was willst du bei mir austesten? Ein Zauber. Was ist der Bruchfaktor? Das kann aber nicht gut gehen, wenn du zauberst. Von den Beinen. Ich möchte jetzt ihre Bestätigung haben. Moment. Hier kein Versuchskaninchen. Also nein? Drei. Ja, komm, das habe ich schon zu verlieren, außer mein Leben. Bruchfaktor ist 3. Richtig. Dann würde ich gerne einen Zauber auf Mr. Logam setzen. Welchen? Balsam, Salabunde, heile Wunde. Ja, dann mach mal. Bitte funktioniert zur Hölle. Scheiße. Nö. Halt, ne. Verdammt! Ich hab noch genug Energie für einen Zauber. Vergesst nicht, dir die Astralpunkte abzuziehen. Deswegen sag ich, ich hab nur einen Zauber. Ja. Ich kann noch einmal zaubern, GG. Ja. Okay, hat nicht funktioniert, schade. So, ihr seid da in dem Raum noch. Was macht ihr? Ich auch. Wo? Da die Ecke da, die rechte obere. Rechts oben, also da die Schränke. Ja, genau. Ich leg mich eins auf dem Bett an. Okay, willst du schlafen, oder? Nee, ich leg mich nur sein. Wertgegenstände haben die Orks nicht. Es sind Teller und... Also Geschirr und... Halt, Essen und sowas ist in den Schränken. Was ist da zu essen drin? Ein bisschen Fleisch. Kein Eselfleisch. Kann man erkennen, was für Fleisch? Das sieht wie gepökeltes Schweinefleisch aus. Dann nehme ich davon mal drei Stück. Ja, Fleisch, geil. Mhm. Ich würde mich denn gerne mal ein bisschen beim Tisch umschauen. Moment. Beim Tisch. Am Tisch sind auch ein paar. Das ist auch ein bisschen Geschirr und Besteck. Und ja, ein paar dreckige Teller, wo noch ein paar Essensreste drauf sind. Und halt Gläser mit Wasser. Trink ein Glas mit Wasser. Du machst was, ja. Kannst du auch. Passiert aber nichts. Ich esse ein gepökeltes Schweinefleisch. Ja, das kannst du auch. So, Leute. Seid ihr bereit, weiterzugehen? Nee, ich krieg keinen Astralpunkt von der alten... yes. Was von wem? Von der alten Schabracke, die wir gerade retten. Wohin wollen wir denn weiter? Also ich würde sagen, wir folgen den Kobold. Jetzt ich dir aus dem Bett und folge euch. Ist ja auch noch dieser Gang links, ne, wo richtig. Lobram entdeckt hat. Okay, ich gehe erstmal, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal noch den Vorhang da hinten an. Ja, hinter dem Vorhang ist ein Gang. Wie Lobram schon festgestellt hat. Gut, Jungs, oder breiter, go. Lobram, möchtest du vorgehen? Ja. Okay, ich geh vor. Was war das? Ich weiß es nicht, aber ein schönes Geräusch. Ja. der Gang verläuft 3 Meter von Osten nach Westen und knickt nach Süden ab, wo er in einer Felsschicht endet. Einer Felsschicht? Hm.
Moment. In Feldschicht. So. Oh, da ist eine Schaufel und eine Hacke. Komm, wir graben uns weiter. es ist feucht, der Boden ist mit Wasserlachen bedeckt. Am Ende des Ganges liegen eine Schaufel und eine Spitzhacke in einer knietiefen Pfütze. Ich nehme die Spitzhacke und hack drauf los. Ich nehme die Schaufel und buddel ein bisschen. Ich schüttel nur den Kopf. Ja, dann macht mal. Würfel. Wenn jetzt zu Ende ist, dann sollten wir vielleicht woanders langlaufen. Wir spielen jetzt Dwarf Fortress. Genau, wir können uns doch wieder zum Anfang zurückbuddeln. Und weiter geht's. Nochmal. Nochmal, ja. Würfelt mal auf Körperkraft, ja. Oh Gott. Ich sag's euch, wenn euch wehtut, ich helfe euch nicht, ne? Oh. Nochmal, weiter geht's. Oh. Irgendwie pack ich das nicht. Aber Kumro macht das wieder wett. Und weiter geht's. Jungs, ihr wisst schon, wenn wir länger brauchen, stirbt die Alte vielleicht. Oh nein! Es bricht was zusammen wieder, warte. Bumrate Schaufel. Weiter geht's. Los, nicht. Ja. Und die Schaufel geht kaputt. Aber so kommen wir hier nicht weit. Die Schaufel ist kaputt gegangen übrigens. Oh. Da muss ich hier jetzt durchmachen hier. Ja, keine Sorge. Arbeitet du ruhig weiter. Ich gehe in den Raum rein und leg mich schlafen. Gut. Okay. Oh, ich buddel weiter. Aha, kritisch. Was macht ein Eldaril in der Zeit? Ich gehe zurück in den Raum und guck mal, ob ich da irgendwo eine Karte oder sonstigen Scheiß finde. Findest keine Karte. Siehst wie Kumro sich hinlegt und ein bisschen schläft. Hast du noch ein Stück weiter aufgemacht? Ja. Sag Bescheid, wenn ihr aufhört. Ich sag, wenn ich auf der anderen Seite durchgekommen bin, sag ich Bescheid. Ich geh zurück in Raum 1, da unten. Ja. Oh. Mach was. Gut. Und wieder ein bisschen. Grill. Aha. Ah. Ich mach das so lange, bis ich auf der anderen Seite durch bin. Kurze Frage, als wir in Raum 3 gelaufen sind, haben wir diesen Kobold oder Goblin nicht gesehen, richtig? Der ist rausgelaufen da. Er ist nach Osten gelaufen. Er ist nach Osten weiter, ja. Ja, endlich. Ich wollte gerade sagen, wie viel Würfelpech kann man denn haben? Nee, ich meine jetzt. Ich gab ja zwei Stück. Einer lief hier nach oben und einer rennt nach rechts. Mhm. Ja? Wo ist denn der von oben gelaufen? Nach rechts. Noch ein Stück, bitte. Wie der von oben? Der ist nach rechts weitergelaufen. Okay. So, da ist eine Tür rechts. Habe ich auch vorgelesen. Noch ein Stück, bitte. Ja. Nee, ich meine, weil ich höre ja immer auf K, deswegen. Kumrohr kann einmal würfeln. Ein W6 plus 4. Noch ein Stück, bitte. Hm. Wie gesagt, Kumrohr ein D6 plus 4. Okay, du regenerierst 5. Leben und 5 Mana, falls du es hättest. What? Hab ich nicht. Ja. Ich setz mich jetzt einfach am Tisch hin und warte. Das dauert ja, bis der hier fertig gebuddelt ist, deshalb. Du hättest dich auch schlafen können, hm? Irgendwas in Raum 1, sehe ich da irgendwas auffälliges? Nur dort Stroh und eine Maske. Okay, dann würde ich gerne die eine Tür rechts weitergehen, von dem einen Zwischengang. Also 1A. Rechts, also 1A, ja, da. Gehst in den Gang, da liegt auch nichts Besonderes rum. Gleich habe ich mich durchgebuddelt. Kenn ich irgendwas Auffälliges? Haha! Gang 1A? Nein. Björn, ich hoffe, du vergisst nicht, dass du denn unterm Keller bist. Dann gehe ich wieder in Raum 3. Echt? Ja, wir gut. Sind in der Leiter in den Tunnel runtergegangen. Ja. Verdammt.
Und dann lege ich mich wieder aufs Bett, aber tu nicht schlafen. Okay, ich hab nicht schlafen. Hast du Ende gebuddelt? Ja. Okay. Wirklich? Ja. Da fehlt dir doch ein bisschen. Willst du ihn noch einmal? Nee, das war's. Okay. Okay, Eldariel darf ein D6 einmal würfeln. Hey, ein D6. Mal ganz kurz bei Krummrohr follow. Regenerierst 5 Leben, 5 Astralpunkte. Geil! Ich könnte trotz allem nur 2 Zauber, komm schon, machen wir die 6 raus für Astral. Und du hattest doch noch einen. Dann hast du doch 6, dann kannst du noch 2 Zauber machen. Gib mir das Astral-Energie. Küche. Hä? Was? Gib mir einen Lebenspunkt ab und gib mir dafür einen Astral-Energie. Kannst du machen. Das. Kann dreimal zaubern. Jawohl, Jungs, jetzt ist wieder Big Boss da. Oh Gott. Also, Kumbor, wie machen wir das jetzt? Der Gang ist ja schon hier leer, der eine ist ja irgendwo hingelaufen. Hast du irgendwas noch entdeckt, als du dich umgesehen hast? Nur Stroh die Maske in Raum 1. Ich gehe in Raum 1. Und ich würde mir gerne mal die Maske anschauen. Das ist so eine Ledermaske. So eine schwarze Ledermaske. Alles klar. Mit Reißverschluss. Aber den Witz wollte ich nicht. Ja, mach das. Kannst du auch aufsetzen. Also, hier ist nichts außer Stroh, was sollen wir jetzt machen? Ja. Okay, ich gehe hoch in den anderen Raum. Und Raum 3, ja. Ich würde sagen, wir gehen weiter und nach den Kobold suchen. Okay. Ich öffne die Tür. Moment. Warte, wo war die Tür? Rechts, Osten. Raum 3, Osten, mittig. Okay, ja, das war nämlich die empfehlende Information. Da ist die Tür. Doch, da war eine Tür, hatte ich auch gesagt. Ja, er war nicht da. Ach so, okay. Ja. Deswegen habe ich ja gedacht. Okay. Eine Tür. Wie öffnest du die Tür? Ey, klopf doch mal, vielleicht will er öffnen. Ich würde versuchen, die Türklinke zu benutzen. Hm? Ja, er will versuchen. Mach weiter. Du schaffst es, die Türklinke runterzudrücken. Ich drücke denn die Tür? Ja, das klappt auch. Ist sie jetzt offen? Die ist auf. Was sehe ich? Hallihallo, Boron zu Grüße. Sie wünschen. Siehst du? Einen langen Gang mit 5 weiteren Türen. Ich gehe in den Gang hinein. Zur ersten Tür. Warte. Der Gang ist 8 Meter lang, 2 Meter hoch und 1 Meter breit. Er hat 4 verschlossene Türen in der Nordwand und eine geschlossene Tür am Ost- und Westende. Der Gang wurde mit groben Steinen ausgemauert, aber nicht verputzt. Auf dem Boden liegt Unrat verstreut, Stroh, verschimmelte Essensreste, Tonscherben und ähnliches. Geil. Ich trete gegen die erste Tür links. Knock knock, Geldeintreiber hier. Warte. Das ist... Oh, Alter, das stürmt gerade bei mir. Der Raum ist eine Zelle. 2x3 Meter groß, mit einer Tür auf der Südseite. Entfernen Sie bitte den Nebel des Krieges. Da. Ist da ein Skelett drin? Ja. Der hat Angst vor dem schwarzen Mann. Also du kannst reingucken, wie gesagt, die Tür kannst du nicht aufmachen, aber du kannst durchgucken, weil das halt so ein Gitter da ist. Du siehst da das Skelett. Du kommst da nicht rein, aber siehst halt da. Okay, dann würde ich weitergehen zur nächsten Tür und reinschauen. Da siehst du dann Folgendes.
Sieht eigentlich bis auf, dass da kein Skelett liegt, genauso aus. Okay, ich gehe dann weiter. Und schau weiterhin nach links. Ja. Ah ja, okay, das F hat mich schon wieder verwundert. Irgendwie, ja. Ich gehe weiter, weil ich ja nichts erkenne. Ah. Okay. Also in diesen Zellen ist nichts. Wo ist das Skelett da hinten? Wo ist nichts? In den Zellen. So, 5, 6, 7. Zellen. Ja. Doch, in der ersten Zelle liegt ein Skelett. Ja. Ja, also ich, ja, die sind so gesehen zu, aber könntest du natürlich irgendwie versuchen, sie zu öffnen. Ich trete gegen, ich versuche die Tür am Ostende aufzutreten. Erst bricht er sich die Hand, jetzt bricht er sich den Fuß. Die Tür ganz rechts. Ja. Wieso würdest du die denn aufdrehen? Weil die Türklinke zu benutzen Mainstream. Ja, dann tritt auf. Ja. Dann tritt dagegen. Würfel Körperkraft. Mach ich, meine jetzt, Freunde. Da ist jetzt die Dame dahinter und vor Zelt, die Tür, die ist stabil, ne? Nee, ganz im Osten. Ganz rechts, die. Tritt dagegen, aber passiert nichts. Okay, ich versuche die Türklinke zu benutzen und die Tür zu öffnen. Oh, so Mainstream. Du kämpfst mit deinen Waffen, ich schlag mit meinen Fäusten. Brich die Finger. Ach, halt so. Die Schnauze da hinten. Ich hasse mal. Ihr kommt in diesen Raum. Oh nein. Wir werden alle sterben. So, der Raum ist 4x6 Meter groß und 2,5 Meter hoch. An der Ostwand befindet sich ein 2x4 Meter großes Wandgemälde. Der Raum besitzt eine ständig verschlossene Tür in der Mitte der Westwand. In der Zimmermitte steht ein großer rechteckiger Tisch und mehrere Holzstühle. Auf dem Boden vor der Südwand liegt ein kleiner bunter Teppich. In zwei Schränken vor der Westwand bewahren die Piraten eine Anzahl Rumpfflaschen, ein paar Bücher und Kleidungsstücke auf. Im Zimmer sind zwei Piraten, Haken Joe und Basil der Rote. Beide tragen ein Wams aus Leder. Haken Joe benutzt im Kampf ein Erntemesser, Basil ein Kriegsbeil. Das Wandgebilde zeigt eine Schlachtszene. Ich ziehe mein Schwert und stehe in der Tür und sage: Haha! Arr! Die Piraten antworten mit Arr! Aber wir kämpfen! Okay. Was macht ihr hier? Ja, weißt du, wir werden einfach gekappt, ich müsste vielleicht noch ein bisschen zumachen können. Für das heilige Licht! Ja. Heiliger Licht. Ich stehe, wie gesagt, hinter diesen zwei Idioten, ne? Übrigens, wir stehen auf der linken Seite. Voll. Ah! Oh, scheiße. Wie mache ich das weg? Du wählst es aus? Ja. Okay. Ey, das macht Handstand! Das sieht aus wie so ein. Wie so ein. Scheiße, wie nennt man das? Ah! So! Die Schiffe benutzen leider zum langsam werden! Verdammte Scheiße! Kann ja meine rechte Hand nicht mehr benutzen! Nein, du bitstepst jetzt auch nicht! Kannst du aber mit links noch. Ja, ich kann mit links noch machen. Okay. Aber erschwert um 1. Oh Gott. Kann ich mit leben? Ich nehme meine linke Hand, mein Ork. Nein. Das ist okay. Erstmal dürfte Mut werfen wieder. Ja, das ist sowieso. Oh mein Gott, ich hab meinen schlechten Mutwurf Alter. Gemacht. Alter! Oh, ich hab meinen guten Mutwurf gemacht. So. Haken Joe heißt ja nicht Haken. Haken, ja. Haken. Nee, nicht dich, die Haken. Basil der Rote. Mhm. Basil. Kannst du dir denken, wovon er rot geworden ist? Von seiner Menstruation. Ja, ich gerade sagen, er hat bestimmt zwei Tage. Okay, Löwum, danach kam. Krummrohr. Oder? Was? Krummrohr bestimmt nicht. Dann kam Icke.
Kleiner Krummrock. Was? Ja? Also. Das kommt passiert der Rote. Dann Haken, Joe. Dann Björn. Der hat da unten Ecke. Von oben. What? Hm? Ja. Jetzt schreib einfach. Ja. So. Ja, ach. Geht doch. Nee, weil gerade Björn eben gesagt hat, was? Also ja, der ja. Was? Ja, ey. Das gibt's ja nicht. Doch, der Roller. Oh Gott. Oh Gott. Okay, Jungs, ich kann drei Zauber machen. Alter, wenn jetzt jemand hören könnte, die müssen sich alle denken. Ich bin noch krank im Kopf hier. Ich hab meinen Bruder. Okay. So. Peace be upon you guys, ich gehe. Basil, der Rote, fängt an. Oh nein. Menstruationsbasil, alles klar. wer steht da? Lobram greift an. Wer ist überhaupt Basil, der Rote? Der mit Dual Wield oder mit One Wield? Der, der Schwarze. Wow, was ist das? Der Schwarze. Dann greift er mich an, da oben. Ja, richtig. Warum nicht? Oh ja, gut. Hinterfragst dich. Der Schwarze ist rot wegen der Menstruation. Er trifft dich nicht. Oh, verdammt. Haken Joe. Geht auch auf dich los. Niemals. Dann ist Lobram. Wir haben plus 8 Körperkraft, beide. Ja. Ja, dann easy. Attackiere ich, Basil, den Roten, die Menstruationsbasil halt. Okay. Dann beweg dich mal dahin. Ja, okay. Ich hab eh Kopf. Haha! Ah, stimmt. Hier bin ich. Ich überlege gerade. Jungs, gib lieber auf, ne? Sonst kommt das gleich schon böse. Was denn? Kleiner Magierwicht. Alles klar. Lieber Dragosand. Wieder Dämon. Ja, auf klar. Wen? Achso, nicht auf wen. Ja, dann Würfel. Ja. Oh. Nein, kein Schmuck. Nein, okay. Ein niederer Dämon, der ist kein niederer Dämon. Jetzt muss ich mal eben gucken, was da so gibt. Ich kann einen vollwertigen Dämon rufen. Nein! Hol den Innerhalk! Warte. Komm schon, ein Schruf! Guck ich mal. Kreaturen. Bestia. Kreatur? Dämon. Von mir aus auch ein Tatzelwurm, der geht auch. Das ist aber kein Dämon. Das wird egal. Würfel mal ein D11. Ein D11, okay. Mhm. Aber ein. Und ich kriege die 11. Decke der 11. Okay, jetzt mal gucken. Du hast einen Zand. What? Ein Zand hast du beschworen. Das ist 2 Meter, 2,80 bis 3,20 Schritt groß. Ich sehe es. Mhm. Alles klar. Ist in Ordnung. Ja. Ja, Zand. Kannst du ja auf der Seite da angucken, ne? Der hat einmal Biss, das macht 2W6. Ja. Dann hat der Pranke 1W6 plus 5 und Schwanz 1W6 plus 4. Schwanz hätte Button. Da ist den Link. Sonderfertigkeiten hat er noch Anspringen. Finte. Schildspalter. Okay, der Sand hat eine Körperkraft von 18. Mhm. Punkte 40, alles klar. Ja. Okay, Sand, wisst ihr was? Ja, hab ich ausgedacht, jetzt greifst du mit Pranke an. Dann mach mal. Warum mit Pranke? Lass ihn, der hat Pranke gesagt. Ja, Pranke. Pranke auf den Typ mit dem Beil. Junge, der hat verbeißen, hättest du Biss eingesetzt, hättest du nie wieder auf Schritten. Ja. Ja, egal jetzt. Okay, Körperkraft, richtig? Ja. Plus irgendwas? Nee.
Du triffst das sowieso. Du triffst. Auf welchen hast du jetzt auf? Auf dem mit dem Handball da. Ja, war das doch der Typ, der mich ausgelacht hat, oder? Die haben mich beide ausgelacht, aber egal. Okay, dann auf der rechten Schwarz. Den Schwarz, also Basil. Den Roten. Basil, den Roten. Den Rot-Schwarzen. Basil, der Indianer. Er versucht zu parieren und klappt nicht. Wieder ein Dämon, Tatsache. Hä? Okay. Raro, 1d6, plus was war das? 5. Oh! Okay. Guter Sand. Nutzvoller Zirkulte. Und hat Stimp. Dann ist Komor dran, ja. Ich greife, also ich gehe zum Habt ihr mich anderen übersprungen? Piraten. Wollte ich gerade auffangen, haben wir gerade ihn übersprungen oder was? Nee. Ah nee, Quatsch, ich hatte ja nicht getroffen dabei. Ja. Ich gehe zum Haken Joe und greife den mit dem Orkbeil in meiner linken Hand an. Mhm. Ja, Körperkraft minus 1 dann, ne? Weil links. Du triffst nicht. Haha! So. Haha! Oh mein Gott, sieht der so aus, der Zand? Leck mich am Arsch, ist das geil. Das ist ein T-Shirt. Dann ist Basil dran und er geht auf Krummrohr, Dobram los. Arr! 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 Ah, ich hab mal zwei Schlag gewürfelt, egal. Ja, ja. Jetzt Haken Joe dran. Und der geht auf Krummrohr los. Nein! Arr! Zack, nimm das! Niemals, du Schuft! Ja, D20. Haha! Haha! Ja, du parierst nicht. Und bitte. Haken Joe macht 5 Schaden. Arr, nimm das! Lobram ist. Lobram. Haha! Arr! Haha! Auf wen? Auf. Basil. Basil. Der Menstruationsbasil. Basil. Pariert! Was? Ja. Der ist richtig gut. Da warte ich, hätte 2 aufzumachen können mit Sand. Scheiße. Eine 8 wäre parieren. Ja, für euch. Ach so, ja. Und sein Säbel hält. Was? Was? Kann nicht, der geht kaputt. Ja. Warte mal. Der hat. Stimmt. Nee, der hat ein Erntemesser. Das geht auch kaputt. Nein! Auch wenn es ein Säbel gewesen wäre, ja. Weil naja. Ja, stimmt. Aha, ich hab 3 Wetterschwert. Verdammt! Jetzt verstehe ich. Leihst du mir? Nee. Dann ist. Ist das Eldariel Sand dran. Ja, genau. So, Sunny Boy, du machst mal wieder eine Pranke. Nein! So, pass auf, ich habe mich jetzt was beachtet, was ich eben nicht beachtet habe. Ich habe nämlich 2 Optionsrunden mit dem Typen. Hä? Mit dem Typen. Ja, mit der Kreatur. Mit dem lieben, clean Papier. What the fuck, na null? Ja, das. Hat sie es getroffen? Ah, cool. Aber er pariert. Haha! Ja. Sand, Sitz, Biss ein! Komm schon! Und auch das pariert er. What the fuck? Er ist richtig gut. Jetzt ohne. Sein Entermesser ist er beweglicher. Ohne sein Entermesser kann er gar nicht parieren. Das ist richtig. Aha, verdammt. Das hieß, du Pranken, ich werde gekocht. Der hat die Arme überkreuzt. Ja, genau. Oh. Der hat eine Pranke und einen Disco geblockt. Ist ja.
Hey, er hat eine Lederrüstung, ja? Bitte. Ich bist aber nicht. Ja, zack, beißt in die Lederrüstung. Hey, hey. Durchdringt sie aber nicht. Ja. So. Wie aussieht. Egal. Pirat kennt keine Angst. Ein Skumrohr dran. Oh, schade, dass ich das Kreatur nicht dauerhaft haben darf, ey. Ich bring dich um, du Arsch. 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 Haken so war das, ne? Ja. Ja. Mhm. Haha! Nein! Ich trete dir gleich in den Arsch. So, Basil. Unbeeindruckt von dem Zack geht er auf Lobram los. What? Mit Faust. Oh, der trifft nicht. Verdammt. Verdammt. Ein Pirat, wenn er trockenes Gras sieht. Keine Ahnung. Ahoi. Oh, ho, ho, war der schlecht. Hakenjoe greift Krummrohr an. Will ich überhaupt noch blocken oder will ich einfach sterben? Au! Trifft nicht! Der Pirat am Computer! Was? Enter! Drückt die Enter-Taste! Ah, was ist ein Computer? Ich kriege Elfen. Verdammte Elfen! Lobram ist dran. Ist echt Feuer und Flamme heute. Echte Piraten weinen nicht, die heulen rum. Alter, okay, das war jetzt deine Runde, danke. Ein schlechter Witz für die Piraten, aber das ist ein Adriel. Die Piraten lachen wenig zuvor. Okay, Zanti, du willst Bescheid prankieb oder nach Biste? Warum können Piraten keine Karten spielen? Oh, okay, Pat, ich bin schon mal daneben. Hä? Hm? Weiß es jemand? Nein. Weil sie auf dem Deck sitzen. Ah. Jawohl, Biss trifft. Nice. Ja, versuche ich das mal zu parieren. Ernsthaft jetzt. Das war Basil. Ja, du hast Schadenwürfel. Ja. Mal zwei. Mal zwei. Welche Klamottenmarke tragen Piraten am liebsten? 16. Ja. Armani. Armani Lederrüstung. Hält nicht so gut. komm raus. Ich bin... Oh. Oh, okay. Hargento. Ich greife ihn wieder mit meinem Orkbeil an. Ork? Ja. Nö. Mit dem guten Orkbeil, ja? Ja. Nö, triffst aber nicht. Har! Björn, suchst du jetzt nach schlechten Piratenwitzen? Ja! Hast du gut erkannt? Oh nein. Dran, nee, nein. Basil ist dran. Weil du so ruhig geworden bist. Ja! Basil greift den Zark an. Zark. Was essen Piraten eigentlich? Das ist ein Zand. Zand. Ja. Wer weiß es? Und er trifft. Warte, wo ist denn ausweichen? Ich weiß es nicht, Björn. Kapern! Oh Gott. wo ist denn das Ausweichen bei dem? Bei dem Zand? Ja. Ausweichen. Hat der gar nicht, wa?
Hat er nicht. Ja. Warum schaut dich Kati noch nicht verstört an? Na gut, dann kann er das ja wahrscheinlich nicht parieren. Dann kriegt er... drei Schaden. Kriegt genau, dann 0. Rüstung von 3. Genau. Jawohl. Haken Joe, greif Krumbrohr an. Nein, der trifft doch sowieso nicht. Oh doch, er trifft. Arr. Niemals! Bösewicht! Doch! Nimm diese 6 Schaden! Oh. Alles klar. Und einer hat wieder was gefunden. Oh ja! War kurz, wer ist danach dran? Lobrammes. Mit schlechten Witzen. Nein, nicht. Jetzt kann er weiter suchen. Oh, das hast du für deine schlechten Witze. Warum sind die Stimmzettel der Piraten ungültig? Also Haken da rein. Genau, sie machen einen Haken und dann wollen. Aha. Stand! Wisst ihr was? Setz sein Zauber ein. Dann mach mal, Klugheit. Horifus. Auf der geilste Zauber der Welt. Du würfel Klugheit und Zauber, was er macht. Er trifft nicht. Schade. Das ist nämlich, verzaubern gegenüberweg der Zauber eine angsteinflößende Gestalt aus seinen alten Träumen. Ah, so, okay. Gut, dann, ja. Stand, wisst ihr was? Weiß nochmal. Und wieder zwei Wies. Nein, er kann nicht blocken, er hat keine Waffe. Er blockt mit seinem, mit seiner Lederrüstung am Arm. Was? Ja. Ah. Ja. Er blockt. Du willst es? Nein. Da, nein. Da. Nein. Da. Wenn du schon... Er ist gut. Der hat eine Parade von 10. Junge, der Fiend beißt mit seinen 10 zu. Ja, aber die Lederrüstung hält. Die ist von Armani. Hast du doch gehört? Das ist eine Armani-Lederrüstung. Gott, ich hätte sogar eine Dämonenbeute von 2 spielen können. ND3 plus 2. Jawohl. Ja, wenn du schon so ein übermächtiges Viech hast. Das hat noch nicht mal Gewicht. Was? Was? 20 bis 23 Schildgröße, ja, alles klar. Dann ist? Komm rohr. Ist Krumbrohr. Ja. Ich bin. Ja. Haken Joe. Ich bring dich um. Das werden wir sehen. Mit meinem Hackebeil. Dann. Harke zu. Ja. Ich glaube, ich sollte es doch wieder in die rechte Hand nehmen. Da hättest du dann sogar minus 2 Körperkraft. Und? dann ist... Warum Haken, Joe? Nee, Basil. Basil dran. Basil geht wieder auf den... Sandlores, ja. Das ist mein Sand hier. Piratenwitze. Aha, niemals! Der Zand, greift Zand, trifft den Zand nicht. Oh. Haken Joe greift. Ich habe welche Piratenwitze, ernsthaft? Ja, Haken Joe greift Krumrohr an. Ja, bei euch die Und er trifft. Krumrohr, parieren. Parieren? Oh Gott. Bin gleich wieder da. Das ja. Muss funktionieren. Du triffst mich nie. Treff dich auch nicht, verdammt! Aha! Lobram! Jawoll! Und ich gehe wieder auf Menstruationsbasil. So, wieder da was los? Und ich treffe! Nice! Ja, parieren? Er pariert nicht. Ah, ich dachte, der pariert er jetzt auch. Ach, ganz schön witzlos, ey. Dann würfel Schaden. Aha!
Er ist dort. Okay, ich hab ihn mit meinen Witzen getroffen. Wow. Mit Ariel ist dran. Haken, Joe. Ganz einfach. Ergib dich oder du wirst zu der Kröte. Ah, scheiß auf Kröte. Ich ergebe mich nie. Alles klar. Nächste war Zanz. Tranke. Ich dachte Kröte. Nein, jetzt nicht. Warte, wir müssen sterben. Okay. Haha. Deine Kröte kann ja gar nichts. Das ist Sand, du Vollidiot. Er ist nicht der Hellste. Setz nur mal Prank ein, come on. Ja, versucht's wenigstens zu parieren. Und, nee. Aha, Schluck Damage, du Hure. Wo? Hure, wo? Ja, bitte. Hey, er lebt noch. Ich kratze gleich den Besen aus. Das Besenwesen ist von. Das Besenwesen? Krumura ist dran. Ich nimm das Bein in die rechte Hand und schlag dann zu. Mit minus 2 Körperkraft. Ball verletzt. Griff. Er pariert. Ha! Bruchfaktor! Haha, fucker! So nicht, Brudi! Ach, stimmt ja, ich muss ja noch das. Ja. Ha! Sehr starke Säbel, die du da bist. Ja. Gott, ich setz mich einfach als Eldrin auf den Arsch und befehle. Oh, Hakento greift Komor an. Niemals! Nimm das! Oha! Niemals! Ich lass dich nicht damit durchkommen! Haha! Hm. Verdammt! Oh, fuck! Haha! Wozu hab ich das verdient, Herr Jesus? Verdammt! Können Piraten keine Kreise berechnen? Weil sie Piraten. Obram ist dran. Ach, dann war das deine Aktion. Okay. Dann ist Schild Ariel dran. Sand, danke. Nein, haha. Das war Sand, setz den verdammten Schwanz sein. Der Magier will das. Ah! Deine komische Kröte kann der gar nicht. Das ist Krummrohr dran. Krummrohr. Darf ich den Sand behalten, so? Nee. Jetzt bist du wieder nach dem Kampf. Nee. Ich bring dich um, du Arschloch. Arr! Haha! Haha! Nix da! Oh, fuck! Haken Joe greift Krummrohr an! Du kannst! Haha! Nimm das! Wissen. Verdammt! Lopra. Ja, ich bin dran. Piratenwitz beschäftigt. Nein, ich greif jetzt an hier den. War? Das kommt unerwartet. Attacke! Ja. Treffe! Oh. Nein! Haha! Uha! Oh, das ist nur ein Kratzer. Auf welcher Seite des Schiffes möchten sich echte Piraten überhaupt nicht aufhalten? Auf der Außenseite natürlich. Oh, womit hab ich das gemacht? Eldariel ist dran.
Danke, go! Okay. Warum, let's go? Warum werden Piraten von Boxern gefürchtet? Wegen ihrem Oh, Alter, ich sterbe. Komm, Rohr! Ich bin dran. Ja. Ich glaube, ich befehle gleich meinen verdammten Satz, mich selbst zu töten. Ich bring dich um, du Arsch! Arr! Hier, komischer Abenteurer! Achso. Wer ist noch das? What? Haha! So. Jetzt, hier, komischer Abenteurer, spür meinen rechten Haken! Haha! Verdammt! Über welche Fische können Piraten lachen? Über welche Clownfische? Oh. Oh. Oh, Alter. Nein, nicht nochmal. Über welche Fische können Piraten lachen? Ja. Natürlich über Clownfische. Damit ihr euch das verdient. Du bist dran. Alter, ich greife an und danach erzähle ich wieder einen schlechten Witz. Oh, ich greife sogar. Ich glaube, ich werde mehr schlechte Witze erzählen. Repariert nicht. Werd ich kritisch? Ja. Ah ja, stimmt, weil er eine 20 gewürfelt hat. Mhm. Du bist ein rechtes Sohn. Dann würfel schon. Du hast es falsch gemacht. Du hättest 10 Schaden machen können. Du hast die Klammer falsch gesetzt. Ach, ich hab die Klammer vergessen. Egal. Ja, ja. 2x4 gerechnet plus 6. Ja. Egal, er ist tot. Oh, tschüss, Zante. Aber bevor Zante irgendwie verschwindet, würde ich noch einen Pökel vielleicht geben. Ja, kannst du machen. Das gibt Lobram noch Zeit für einen schlechten Piratenwitz. Kratzt sich ein Pirat, der 2 Haken hat an der Nase. In jedem Fall sehr vorsichtig. Oh Gott. Oh mein Gott. Haken Joe und Basil sind froh, dass sie schon tot sind und nicht mehr mitkriegen. Das glaube ich dir. Eventuell suchen sie dich noch später heim als Geist. In welchen Laden gehen einarmige Piraten am liebsten? In den Secondhand-Shop? Oh Gott. Klar. Oh Gott. Damit ist mein Leben auch vollendet. So, ihr habt die Piraten besiegt. Ich guck, wollt ihr irgendeine Waffe von den Idioten haben? Ja, was hatten die für Waffen? Also, der rote Basil, der andere ist ja kaputt gegangen. Der Dings Haken Joe hat ein Entermesser. Ich nehme mir das Entermesser. Ja, nimm dann. Werte kennst du schon. Mein Schatz. Fuck, mit Leuten arbeite ich hier. Okay, sehen wir irgendwas Schönes in diesem Raum? Auffälliges? Naja, der rote Basil hat einen Ohrring und 2 Dukaten fallen lassen. Okay, Jungs, nicht auf die Dukate stürzen. Er hat einen Ohrring und eine Dukate fallen lassen. 2 Dukaten. Ich nehme mir eine Dukate. Ich würde mir dann auch eine nehmen. Hier, Lobram, hast du einen Ohrring. Oh, danke. Das ist ein schlechter Witz. Wie viele Piraten braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Oh Gott, halt dein noch den Maul nicht wieder. Damals gab's doch keine Glühbirnen. 4.
einen, der die Birne reindreht und zwei, die versuchen, den vierten zu befreien, der sich mit seinem Haken in den Kabel verfangen hat. Hey, ihr habt drauf bestanden. Hör auf rumzuheulen. Ich meine nicht. Also was sehen wir denn nochmal bitte im Raum? Okay, was sehen wir jetzt auffällig? Was ist das denn für ein Ohrring? Ein goldener Ohrring. Ein goldener Ohrring? Ein goldener Ohrring. Oh, ein goldener Ohrring. Ja, ihr seht... Sollen wir mal die Dukate aufschreiben? Ja. Wie solltest du? Ja, ihr seht noch einen Tisch mit Stühlen in dem Raum. Und eine... Und ne... Ah, warte. Und halt so ein Wandgemälde noch, ne? Ich würde mir gerne mal den Tisch genauer ansehen. Da sind nur ein paar Würfel drauf, wo die mitgespielt haben, die Piraten. Ich würde gerne mal unter den Teppich gucken. Ich zieh den Teppich weg. Da wollte ich gerade auch hinlaufen. Moment. Bei den Anfang mussten wir auch ein paar Sachen verschieben und naja. Das ist recht unauffällig mit dem F unter dem Teppich. Ja, ne? Das F sehen wir nicht! Unter dem F befindet sich eine Falltür. Oh, wer hätte es gedacht? Wo ist nur der Kobold hin? Ich versuche, die Falltür zu öffnen. Ja? Aha! Was? Wollt ihr runtergehen oder wollt ihr machen? Ich folge Lobram. Okay, dann folge ich als Dritter. Ihr seht einen Gang. Ach, da geht's nur weiter. Geht's wieder hoch. Nein, du gehst weiter, los. Okay, ihr geht weiter. Bis zum Ende? Bis zum bitteren Ende. Okay. Bleiben wir zusammen, Baby. Es geht hoch. Was macht ihr? Weiter? Ja, natürlich weiter. Bis zum Ende geht's. Dachten wir jetzt. Zum Ende, let's go, baby! Hier seht ihr auch noch einen Gang. Okay. Und hier. Wait, welchen Gang wollen wir als erstes folgen? Ich würde sagen, wir folgen den Gang mir, dass uns Richtung Norden. Gang wieder zurückführt. Wie bitte? Einste? Ja, irgendwas sagt mir, dass das uns der Gang wieder zurückführt. Ich glaube, ihr habt recht. Okay, gehen wir jetzt mal in den rechten Gang. Also nach oben. Ja. Ja, da wo die Gefängniszellen sind. Kommt Zelle 6 raus. In Zelle 6? Ja. Ja, was ich denn da? Moment. Eigentlich nichts. Ihr seid in einer Zelle, ja. Hat sich gelohnt. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen wieder runter und gehen den anderen Weg, oder? Ja. Gut. Nach dir, Lobram. Ihr kommt in Gang 1A raus, den ihr schon kennt. Leute? Nein. Ich glaube, wir sind im Kreis gelaufen. Aber wo ist denn der Kobold? Wo ist die Frau? Ich hab doch noch. Gehen wir das gesamte System doch nochmal ab. Ich hab in Raum 8 doch eine Tür übersehen. In Raum 8. Ich sehe irgendwo. Achso, das war die Tür, die immer verschlossen ist. Auf der Westseite. Auf der Ostseite. Okay. Du hast gesagt West, okay. Westseite kamt ihr her. Ja, das hat mich auch verwundert. Gut, dann gehen wir zu Raum 8. Let's go, guys. Wir müssen ja auch gucken, wo der Gang hinführt. Yeah. Ja. Ui, du willst gekippt. Beziehungsweise in Raum 8 ist ja auch noch so ein Gemälde. Okay. Dann würde ich sagen, wir reißen das Gemälde von der Wand, Jungs. Wie wär's? Weil irgendwas sagt mir... Ja, richtig. Let's go. Okay.
Dann hängt ihr mal das Gemälde ab. Hier, das ist kein Picasso. Ist doch eindeutig ein Da Vinci. Dachte in Van Gogh. Moment. Idioten. Hatte doch irgendwas. Moment. Also es ist ein Wandgemälde, also es ist an der Wand dran, ihr könnt das nicht abnehmen. Ernsthaft? Ja. Das hast du jetzt so lange gebraucht, um zu realisieren. Nee, ich habe das Gemälde gesucht, weil ich hatte das eigentlich... Nur die Wand, oder? Weil du die ganze Zeit immer wieder dieses Gemälde erwähnt hast, weißt du? Richtig. Ja, ja. Ich würde... Ich suche gerade das Gemälde, weil ich habe das nämlich einem hochgeladen gehabt. Eigentlich und ist in 12 verschiedene Paar Schuhe, das weißt du. Ja. Also es ist kein Gauguin oder sowas. Ah, da. Das ist das Gemälde. Au. Ja, das, ich will das haben. Nein, lass es einfach hängen. Warum hat denn der Zwerg da ein Kreuz auf seinen Helm? Das ist so. Also denkst du, dass es ein Zwerg ist? Sieh dir den doch mal an. Könnte auch gleichzeitig ein Nordländer sein. Ach, halt die Schnauze, du blöder Zauberer. Ey, pass Bild auf. Aus dem Rahmen. What? Schneid das Bild aus dem Rahmen. Das hat ja keinen Rahmen, das ist an die Wand gemalt. Oh. Warum kann ich es nicht abnehmen? Also es ist an die Wand gemalt. Ja. Ich auch verstanden. Wie gesagt, es ist ein Wandgemälde. Das ist da dran gemalt. Ich lasse die beiden da in Ruhe mit ihren Gemälde und ich schaue mir die Tür an. An der Ostseite. Der West-Ost. Achso. West-Ost-Front. Da hatte ich noch was vergessen gehabt. Unten. Blöde. Was? Bei der Falltür. Was denn? Du gehst jetzt zur Osttür und dann kommt da ein uniformierter Mann raus, ja, und sagt: Was wollen Sie hier auch? Gänsefleisch mal verkaufen rum, ich mache. Da ist auch noch eine Tür unten. Ach, wirklich? Auf einmal ist eine Tür. Ja, ich hatte das schlecht freigelegt. Deshalb. Ich war vorbereitet. Wie wär's, wenn du uns mal wieder die Karte zeigst? Ach so. Anstatt dieses wunderschöne Gemälde. Ja. Sag doch was. Ich hab heute Prey durchgespielt. Nice. Das ist gut. Okay. Gut, dann gehen wir zu der Tür, wo der Krummrohr steht und versuchen die da, glaube ich, zu öffnen, sehr wahrscheinlich. Öffne du sie mal. Also, nee, ich klopfe, wenn dann. Hat die Tür unten drin im Gang. Nee, wir sind ja oben. Wir sind ja noch in Raum 8. In Raum 8, ja. Da ist ja diese komische Tür gewesen. Genau. Im Osten, wo du es gesagt hast. Ja. Ja! Bitte gegen jede Klopfe. Die ist hinter dem Gemälde, die könnt ihr nicht sehen. Sorry. Ach, ich will sie nicht sehen. Ja, seht ihr diesen dünnen Dings da? Okay, Jungs, ich glaube, wir haben irgendwas mit dem Keller übersehen. Wir müssen mal runtergehen. Leute, ich habe immer noch eine Frage. Wie haben wir dieses Detail ersperrt, dass die Tür immer verschlossen ist? Ich hab keine Ahnung, ich glaub, das war etwas Ding. Nein, das habt ihr nicht mitgekriegt. Ignorier die Sache, die Kraft, weil der Schiff nutzlos ist. Hey, Schnauze. Oh, wir gehen runter, gehen zu der einen Tür und die würde ich gerne auch klopfen. Mach ich jetzt einfach. Auf Klopfen. Klopfen, so. Ja, es macht keiner auf. Hey. Lobra, oder guck mal, möchtet ihr mal versuchen? Ja, ich klopfe auch an. Hallo, haben Sie hier eine Pizza bestellt? Was ist Pizza? Ah, okay, geile Elfentechnologie. Nee, es antwortet keiner.
die Tür öffnet sich. Ach. Geiler Move. War auch nur angelehnt, also war nicht verschlossen oder so. Da sagt mal wieder einer hier, hohe Gewalt bringt einen nicht weiter. So. Okay, ja, Krummer, gehst du vor? Lobram, gehst du vor? Ich? Naja, geh ich rein. Und außerdem, da ist ein Vorhang. Den magst du doch so gerne. Na, ich pack den Vorhang beiseite. Gang 10a wird von den Piraten benutzt. Da sieht den Unterschlupf nur über die... Ja. Ja? Ja? Weiter? Nee, das lese ich jetzt nicht vor. Achso. Aber ihr seht einen Vorhang, ja. Und ihr wollt den Vorhang zur Seite schieben und kommt in und ihr seht eine diesen Gang. In der Dusche. Ihr kommt in diesen Gang. Ja, aber du kannst es sagen. Was macht ein Kobold, Goblin, Orks mit Piraten und... Das fragt den, der die Geschichte geschrieben hat, nicht mich. Okay. wann kommt endlich mal die Zeit, wo du selber Geschichten komponierst? Ja, am besten, bitte. Ja, das... Ich habe ja schon angefangen mit einer, aber es dauert noch... Der Björn hat mit einer schon angefangen. Bei mir kommt dann auch noch irgendwann mal. So. Ich würde sagen, wir gehen nach Norden, weil Norden ist beste. Da, okay, Norden ist eine Wand. Ja, okay, so viel wir gehen Norden. Nach Süden. Der ja voll Idiot hat gesagt, wir gehen nach Norden. Ich weiß es auch nicht. Ihr kommt, in eine Wendeltreppe. Oho. Wendeltreppe? Oho. Bis welche Nummer geht dieses Adventure eigentlich? Das geht nicht mehr weit. Dann steigen wir die Wendeltreppe hinauf oder hinab, je nachdem, wohin sie führt. Die Treppe überwindet einen Höhenunterschied von 4 Metern. Sie besteht aus Holz. Ja, nach oben oder nach unten? Nach oben. Ich wollte gerade sagen, du kannst dich nicht schon mit so einer Frage überfordern. Nee, musst nur eben gucken. Gut, nach oben. Dann gehen wir nach oben. Ja. Ihr landet in einem Schuppen? Ja. Sehe ich nicht. Hm? Ja, der ist auch nicht mehr auf der Karte. Achso. Und ihr trefft auf den Kobold. Na sowas. Hallo, Freund, du bleibst sofort stehen. Und sie ist kurz. Du mir gehst. Was? Kerze. Du nicht nehmen. Du nicht nehmen, Kerze. Ich hab gar keine Kerze. Pass auf. Wenn du gib mir eine Kanone hast. Und einen Gnom. Nein, das hat nicht mehr. Wo die Frau ist. Du mir geben da. Lass mich doch erstmal beschreiben hier. Der Kobold heißt Karabustel. Wir haben nicht so viel. Okay, gut. Ey. Karabustel. Er ist 1,10 Meter groß, seine Haut ist blau-grau und äußerst runzlig. Er trägt einen leuchtend gelben Lendenschurz und einen Gürtel, an dem ein kleines Täschchen hängt. Ansonsten ist er nackt. Stehst doch drauf, Button, oder? Nein, das wird sofort vor die Frau ist. Verstanden? Sonst endest du wie deine Kollegen. Okay, ich hab einen Kobold, der geht als Gnom Ersatz, jetzt brauche ich nur noch eine Kanone. Jede Tür ist offen, du Idiot. Es wird nicht lange dauern, wir stehen wieder vor verschlossener Tür, denn dann wirst du es bereuen, dass wir keinen Kobold und keine Kanone haben. Keine Sorge, da muss ich Lobram recht geben. Ich hab da schon eine Idee, keine Sorge. Und nein, der Magier und seine Ideen, das kann ich nicht. Okay, ja? Naja, also Karabustel zeigt sich als nicht besonders kooperationsbereit. Allerdings würde er euch helfen, wenn... Also er steht auf Musik. Okay. Wenn ihr ihm was vorsingen würdet, würde er euch helfen. Hab ich einen. Ich glaub, kann nicht einen Zaubersong. Ich muss singen. Ja.
Lobram, fandest du nicht auch, dass unser Magier vorhin seine Zauberform sehr kunstvoll ausgesprochen hat? Ja, singen, das steht der fest. Der kann doch bestimmt auch richtig schön singen. Da bin ich voll dafür, da bin ich voll deiner Meinung. Oh Gott. Ich hab da kurz noch eine Idee. Oh fuck, das war das Falsche. Bin's grad nicht, oder hat er das nicht gehabt? Scheiße. Okay. Ich werde nicht singen, das steht fest. Alter, geht dir das Unwetter gerade bei mir, Affi Schmidt? Hört doch eh keiner, also los, Trainer, schön. Nein, ich singe nicht, das sage ich jetzt schon mal. Weil ich suche gerade nämlich einen Zauber. Fuck, also habe ich nicht eben noch... Ah, dammit, es gab doch eben noch einen Zauber. Person ändern konnte im Prinzip. Jungs, ich werde nicht singen. Wir können jetzt die ganze Zeit hier stehen bleiben oder einer von euch machen, weil ich tue es nicht. Das steht fest. Warum müssen wir singen? Weißt du, wir können natürlich auch so lange verkloppen, wie wir möchten. Bis er uns die Wahrheit sagt. Ich glaube, fürs Verkloppen wäre Krummrohr zuständig. Der macht das ja ziemlich gerne. Oh, wow. Der musst du ihn aber festhalten, dass er nicht wegrennen kann. Ich halte ihn. Kein Problem. Alter. Ja, Gnome, jetzt weißt du Bescheid, ne? Entweder sagst du weit oder wirst du es vertraut. Ich bin kein Gnome. Wir wissen doch schon, wie weit uns hier, also rohe Gewalt geht einfach immer weiter. Haben wir doch schon jetzt gelernt. Gut, los, Magier, du packst den linken Arm, Lobram, du den rechten. Ich nehme und den ich linken. Bereit ihn vor. Würfel erstmal auf. Ja. Schick? Ja. Auf? Geschick? Also Gewandtheit. Gewandtheit, ja. Die anderen beiden? Hab ich. Aber erschwert. Ja, ich habe schon. Okay. Erschwert? Okay. Haben erschwert um 3. Erschwert um 3? Ja, minus 3. Ja. Alter. Naja, das ist ein Kobold, der ist flink. So, jetzt habe ich es geschafft. Wow. Oh. Aber Lobram, ey. Lobram, du solltest den da festhalten. Ja, ich versuch's ja schon. Keine Sorge, ich hab ihn an meinen Namen los. Ist es dann nicht erleichtert, wenn er ihn schon hat? Nee, er zappelt ja rum. Ja, und dadurch ist er ja trotzdem dann nicht mehr frei. Nee, er lässt. Schaffst du es. Was jetzt? Ja. Du schaffst es. Okay. Er zappelt zwar rum, aber kommt dann nicht los von dem einen und. So, Kummo, jetzt mach deines Werkes. Oder du sprichst. Hat Lobram ihm jetzt schon? Ja. Okay, lieber Kobold. Was? Wir können alle nicht singen, ja? Warum nicht? Warum weil soll ich keine hier? Lieder kennen, ja? Und wenn du uns... Ich hab hier einen Text. Was? Ich hab hier einen Liedertext, den könnt ihr dann... Nein, das ist kein Liedertext. Doch, hier, kannst guck. Kannst du ja mal unseren Magier ins Ohr flüstern. Wenn er das tut, schlage ich nur verwandeln. Das ist ein Schnupfen dumm. Ich habe übrigens ein schönes Cover mal in den Chat nein, geschickt. Nein! Ich mach das jetzt nicht an dem Stream. Und außerdem ist halt jedem Idiot, der gleich auf Monix den Kanal aus, wenn ich vorbeischaut. Also, bestimmt singe ich nicht. Stimmt, der Monix. Was wollt ihr überhaupt hier? Wir suchen eine Frau. Okay, wir können einen Kompromiss formen. Ich weiß aber gar nichts von einer Frau. Du weißt nichts, dann brauchst du gar nicht, du musst mit dir zu reden, dann können wir dich ja gleich töten, richtig?
Nein, nicht töten! Nicht töten? Du weißt doch nichts. Wenn du uns erzählst, wo die Frau ist... Ich weiß doch gar nichts von einer Frau. Was soll die? Uns wurde gesagt, hier in diesem Kellerkomplex ist eine Frau. Ja, aber da habe ich doch nichts mit zu tun. Ist uns scheißegal. Wie bringst uns die Frau? Ich weiß doch gar nichts von einer Frau. Frag doch die Piraten da oben. Die Piraten sind tot. Die haben wir umgebracht. Wie ihn dann da unten auch. Nein, dann weiß er vielleicht aber einen Weg, wie wir weiterkommen. Also vielleicht ist ja noch irgendwas, was wir nicht entdeckt haben. Lieber Kuba, gibt's hier irgendwie noch einen geheimen Weg? Weiß ich nicht. Ich habe nur so eine Zeichnung von den Piraten mal geklaut. Dann gib uns die Zeichnung. Du gibst uns die Zeichnung? Wir finden die Frau. Da! Ah! Alles klar, danke. Ich auch. Auf dem Berges mit dem Kreuz. Ja, Alter. Wow. Okay. Kobalt, das hilft uns sehr. Wenn du jetzt mit uns mitkommst und wir die Frau befreien, dann kann sie für dich singen. Richtig. Das wäre schön. Gut, du hilfst uns aber dann im Kampf, verstanden? Ich kämpfe nicht. Du musst nicht kämpfen. Es reicht uns, wenn du mitkommst. Die Zeichen sollte gesungen. Wir werden die Frau dazu überreden, für dich zu singen. Frau, kriegst du einen, das steht fest. Okay, ich komm mit. Was haben wir getan? Wir haben Kobold in der Seite. Ich war überraschend, wie kooperativ er ist. Mein Name ist Karabüstel! 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 Okay, ja, dann gehen wir mal weiter zu Porträt, oder? Wasch. Reise geht in Raum 8 wieder. Ja, richtig. Und dann drücke ich die Augen des Berges mit dem Kreuz. Genau. Christenhelm. Oh. Ja. Und, da ist. Öffnet sich eine Tür, ja. Können wir die Tür öffnen? Ja, die geht auf. Die ist offen. Okay, dann würde ich gerne reinschauen in den Gang. Mhm. Das ist ein Zimmer. Hallo? Es ist das Zimmer des Roten Basil. An den Wänden hängen Dämonenmasken, die er aus seiner Heimat, der Steppe, mitgebracht hat. Außerdem stehen im Zimmer zwei schwere Ledersessel. Ein eichener, kleiner Schreibtisch und eine eisenbeschlagene Truhe. Auf einem bequemen Bett an der Nordwand liegt nur mit einem dünnen Hemdchen bekleidet Silvana. Als sie euch erblickt, springt sie auf und sinkt euch dankbar in die Arme. Silvana springt uns dankbar in die Arme. Ja. Und sie hat nun ein Hemd an. Ja. Oh yeah. Ich gehe in meinen Lederranzen und hole die schwarze Ledermaske. Oh, danke, die habe ich verloren. What? Ich würde gerne mal die Truhe anschauen. Die Eichen wir machen jetzt SM. Warum liegt da Strom? Die Truhe. In der Truhe sind ein Messingfernrohr, ein irdenes Fläschchen mit einem Heiltrank, der 10 Lebenspunkte spendet, mehrere Frauenhüte, was? Diverse Seemannskleider, ein Ritterschwert, 40 Dukaten und 150 Silbertaler. Also gut, ich nehme erstmal die 40 Dukaten und das Ritterschwert. Ich dachte, die Frauenhüte. Nein. Ich nehme mir die Silbertaler. Wie viele waren das? 150. What the fuck? Okay. Also was war da noch mal drin? Nehme ich mir raus und die 40 Dukaten nehme ich mir raus. Ja. Silvana, benötigen Sie irgendwas? Haben Sie Durst, Hunger? Nee, ich war gut versorgt hier. Die Dukaten also, aufteilen wollen. Achso. Ich würde nur 10 Dukaten annehmen, der Rest könnt ihr haben. Ja, dann gebe ich hier Gladriel 10 Dukaten. Ich würde sagen, du gibst mir 10 Dukaten und ich gebe jeden von euch dann nochmal 50 Silbertaler.
Alles klar, machen wir so. Dann gebe ich dir auch noch 10 Dukaten. Und Button und ihr und du, also Button, also Eldaril und Lobram erhalten jeweils 50 Silbertaler. Merci. Ich bin ein edler Spender. Ja, wir doch alle. Savannah, könnten Sie mir vielleicht einen Gefallen tun? Und das was denn? Moment. Das Ritterschwert, was hat das, was ist das für ein Schwert? Das ist ein Zweihänder. Ein W6 plus 6. Ein D6 plus 6 und dann ein 2. Das sieht nicht so aus, als ob du das Bruchfaktor 3. Das lange Schwert. Bruchfaktor 3. Das kann keiner von uns gemacht. Benutzen? Na doch, euer Krieger könnte das benutzen. Theoretisch. Ist nicht da, der hat das nicht verdient. Er könnte es ja mitnehmen für ihn. Ja, was denn? Es tut mir leid, aber wir müssen dich leider um etwas bitten. Wollte ich gerade tun, aber mit was Respekt. Denn? Ja, wir haben diesen netten Kobold da versprochen, dass ihm jemand etwas vorsingt. Kann gar nicht singen. Keine Sorge, er kennt den Text. Und wir haben ihm gesagt, dass du etwas für ihn singen kannst, da wir alle garantiert nicht singen können. Aber warum soll ich für den singen? Weil er ihm geholfen hat. Ohne den Kobold hätten wir dich nicht gefunden. Hätten wir dich nicht gefunden? Und du könntest dich hier dennoch mit den Piraten vergnügen. Oh Gott. Warum musst du das? Und das mit der Maske war übrigens kein Problem. Was mit welcher Maske? Ich habe eine schwarze Ledermaske gefunden. Okay. Mit Reißverschluss. Was hängen da eigentlich für Dämonenmasken an der Wand? Dann nehme ich mir mal eine mit zu bieten. Ja, kannst du machen. Wie viele hängen dort überhaupt? Wie viele? 5. Ich sag mal 5. Aussehen. Verschiedene Dämonenmasken. Dann würde ich dann auch eine da nehmen. Eine von dem Schruf? Nee, der Schruf ist dann nicht bei. Eine von Zand? Aber so ein Krötendämon-Zeugst. Eine. Zand vielleicht? Ein Zand auch nicht, nee. Ein Hechert? Mhm. Gott! Ein Imp! Imp, ja. Ja, ich nehme die Imp-Maske. Jawohl, jo. Ich hab die Imp-Maske. Jawohl. Das passt. Und ein Dieffahrer. Eine Dieffahrmaske ist auch. Alter, die nehme ich dann. Jo. Das ist ein Rattenmensch, geil. Was? Diva? Diva ist anscheinend wohl so eine Art Ratte. Ja. Also, Silvana. Ja? Kannst du diesen netten Kobold etwas vorsingen? Nee, aber ich könnte mich vielleicht noch anders bedanken. Er könnte für mich arbeiten. Wenn er will. Na, wie was, Kobold? Du kannst Geld verdienen. Ich sage nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen. Okay. Ja. Da ja sowieso keiner mehr hier lebt anscheinend, kann ich auch mitgehen. Ja. Warum hier niemand mehr lebt, ja. Das wissen wir auch nicht. Lange Geschichte. Jetzt. Ja, und dann einigen sich halt Silvana und Karabus will drauf, dass er jetzt zu ihr gehört. Was hat's so? Wir besitzen ja einen Kobold. Yay! Ein Kobold, der nichts anhat. Oh, der hat was an. Was hat er denn an? Einen Lendenschutz. Einen Lendenschutz und einen Gürtel. Einen goldleuchtenden Lenden. Genau. Genau. Und jetzt bedenke dich, Savannah hat nur ein Hemd an. Ja. Und sie hat eine SM-Maske in der
Okay. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir werden dieses Gebiet nun verlassen. Also wieder ganz zurück durch den Keller. Sonst gehen, bevor ich noch außer sterbe. Sylvana, möchten Sie vielleicht noch etwas anziehen bei, naja, nur ein Hemd? Sie nimmt sich eins von den Seemannskleidern und einen Hut und zieht sich an, ja. Und denn? Und dann... Mr. Kumbor, gehen Sie vor? Dobram, geh vor. Immer ich. Nein, was ist das? Ey, was wäre lieber zu mir? Mittlerweile hat jeder mehr Leben als ich. Wie viel Leben glaub hast du, Krummrohr? 3. Und okay. Du? 7. Nee, dann hast du genauso viel wie ich. Ist egal, du gehst vor. Ich bin Magier, ich muss hinten bleiben. Also ich finde, der Magier sollte vorgehen. Der hat eigentlich weniger Leben verloren als du jetzt. Ich verarschen? Insgesamt ja. Ich habe insgesamt mehr verloren als du. Weil ich auch insgesamt über mehr Leben verfüge als du. Mega, ich bleib hier hinten, ihr könnt mich mal. Weil, ja, gut, ist alles leer. Der Kobold hat auch gesagt, das ist leer. Ja, ich folge Lobram einfach. Ich bleib hinter der Dame. Mhm. Ja, ja. Du willst nur wieder den schönen Ausblick genießen. Ja klar, was denkst du denn? Warum? Du bist ja inzwischen angezogen. Ja, und er kann ja trotzdem auf den Arsch gucken. Richtig. Er ist kein Lustmolch mehr. Momentan. Moment mal, wieso nicht? Weil wir nichts mehr wissen von unserem alten Leben her. Ja, ja. Trotzdem ist es ist ja in seiner Persönlichkeit. Dann, ja, gut. Und ich war halb elf, jetzt bin ich ein Mensch. Ja. Ja, Telefon. Kleinen Moment. Jo. Telefon. Mikrofon muted. Hallo, willkommen bei der Hotline 0905. Sie wünschen. Oh. 0900, 6 mal die 6. 6, yeah. Ruf doch an. Boah, Alter, ich hasse manchmal diese Werbungen, ne? Mikrofon activated. Das Schlimmste ist, wenn auf Tele 5 bis Kuxlatt so. Für meine Kopf diese schwule Werbung. Wieder da. Das ging aber schnell. Ja. Ja, deine Stimme so erotisch, ja? Ja. Besser als deine Witze. Ja, 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 hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, gut, wir gehen wieder zurück. Ja. Seid dann wieder im Keller. Geht die Treppe hoch. Und draußen trefft ihr noch Alrik, der sich bei euch bedankt, dass ihr Sylvana gerettet habt, die keine Banshee ist. Das ist gerade ganz schlecht. Er schüttelt ihr die Hand, die rechte. Und er gibt euch eure Belohnung. Jeder kriegt nochmal 10 Dukaten. Juhu, cool. Und einen Heiltrank. Okay. Der 20 Leben heilt. Den schluck ich sofort. Hat eigentlich jemand den Heiltrank mitgenommen von uns? Nee. Keiner. Der liegt da noch. Kann ich genauso wie das Pferd. Heilen bekommen oder nicht? Da ich ja diesen Heiltrank jetzt immer, der hat mich ja 20 Leben, ne? Und 20 Astralpunkte in einem Fall. Okay. Geht das dann über meine Zahl oder nicht? Nee, du kannst nicht überheilen. Und über Astralenergie? Nee, das geht auch nicht. Jetzt habe ich eigentlich nur 20 Astralenergie. Das ist so. Voll bitter. Ja. Und ihr kriegt jeder Abenteuerpunkte, und zwar 50. Wie viel? 50. 50 Abenteuerpunkte, das ja. Fast gar nicht gewonnen. Ja, Ja, jetzt haben wir AP insgesamt 50, oder was? Ja. Was da können wir mit den... Auch wieder eure Werte erhöhen, natürlich. Was? Bloß die Eigenschaftswerte? Mhm. Außer Intuition und Konstitution. Okay. Was kostet jetzt zum Beispiel einmal einen Wert zu erhöhen? Moment. Ich glaube, selbe Preise, oder? Nee. Ist hier etwas anders. Eigentlich Astralenergie. Ich guck mal eben. Ja, ich guck eben. Astralenergie kannst du eigentlich auch erhöhen. Ich
Geben. 4 Punkte. Moni guckt schon. Bitte sag uns nicht nichts Falsches an. Nee, nee. Aber da bezahlst du pro Punkt. Für jeden Punkt, den du aufwertest, musst du halt AP ausgeben. Nee, es ging auch wegen der Leitfaden. Zum Beispiel Klugheit, Intuition, Charisma oder so. Ja, ja, das ist ja. Du kannst ja auch nur, du kannst ja nur die Sachen erhöhen. Alles andere ja. Hast du ja nicht. Nein. Ich glaube, ihr versteht zwar, was ich gerade meine, aber zum Beispiel eine Konstitution und Körperkraft, du kriegst ja mehr Leben, theoretisch. Nein. Nee, nicht bei DSA 1. Oder Astralpunkte direkt erhöhen. Das war ja hauptsächlich meine Frage. Die habe ich dir vorhin schon beantwortet. Habe ich das falsch genau verstanden, sorry. Ich bin halt kein Magier gewohnt. Weil du halt, wie gesagt, du kannst Astralpunkte oder auch Lebenspunkte nur direkt erhöhen. Aber du musst für jeden einzelnen Punkt, den du erhöhst, AP ausgeben. Verständlich. Und es wird halt auch mit jedem Punkt teurer. Boah, nix. Ja? Kannst du mir nochmal meine Werte geben? Welche Werte? Deine Eigenschaftswerte. Wieso, was hast du damit gemacht? Ich hab mir jetzt einfach mal links, bin ich einfach mal drüber gegangen und hab mal so die Zahl so ausgewählt. Das hat die Werte auf der rechten Seite resettet, weil du die bloß erhöht hast und das nicht über Zukauf gemacht hast. Hat er dieselben Werte wie ich? Ja. Nein. Bei der Abenteuer. Ungefähr, also... Wie hattest du auf Körperkraft, weißt du das? Ich hatte Körperkraft 12. Ich hab da nämlich nur 9. Ja. Ja, weil ihr unterschiedlich gewürfelt habt auch. Ja, und wie gesagt, ich hab zum Beispiel dafür ziemlich hohe Werte bei Gewandtheit und Fingerfertigkeit. Da, nicht nur du. Da hattest du... Ich glaube, da hattet ihr beide 13, ne? Ich hatte Fingerfertigkeit 13 und Gewandtheit 13. Ja, ich glaube, das hatte Zock auch. Echt? Nein, ja. Keine Sorge, ich schau gerade hier das Log durch. Dann habe ich noch Charisma 12. Hat 15. Er weniger gehabt. Und Klugheit 11. 8. Was, du hast 8 Klugheit? Das ist traurig. Ja, das ist ja das traurig. Aber dafür Charisma 14, Fingerfertigkeit 11, Gewandtheit 11 und Mut 13. Mhm. Prüft. So. Ah, ihr könnt, also das läuft ja mit, hier gibt's Level sozusagen. Das heißt, wenn ihr insgesamt 100 AP dann mal zusammen habt, steigt ihr ein Level auf. Da erhöht sich eure Lebensenergie und eure Werte. Okay. Ja, das heißt, wir können jetzt erstmal nichts ausgeben, richtig? Genau. Ja, das heißt, hier wird nicht direkt mit AP gelevelt, genau. Sondern... Genau, sondern, also indirekt dann halt. Auch gerade meine Charisma-Werte aus Versehen verändert. Ah, perfekt. Also wenn ihr dann ein Level aufsteigt, das heißt, das passiert dann bei, wenn ihr 100 AP zusammen habt, dann kriegt ihr 1d3 Lebenspunkte dazu und eine Eigenschaft könnt ihr um einen erhöhen. Okay. So, ihr könnt jetzt noch ein bisschen ins nächste Gasthaus gehen oder so, wenn ihr wollt. Okay. Onyx, ich hab eben mal mein Würfelergebnis rausgesucht. Also, müssen wir warten und dann können wir machen, alles klar. Dann trage ich das nochmal nach, eben mal dir. Also? Hast auch so viel Klugheit gehabt. So, ich habe bei mir mal bei Zukauf die richtigen Zahlen eingetragen. Mhm. Gut. So. Da sind deine Werte wieder. Okay. Zack.
Also ich werde Richtung Gasthaus gehen, mich umhinlegen und fertig. Ja, mach das. Dann könnt ihr voll regenerieren dann. Komplett. Jo, ich leg mich dann mal auch hin. Jo, ich auch. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Nächstes Jahr erst? Ja, Heiligabend wollt ihr ja wohl nicht.